Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder eingeschaltet habt. Heute gibt's wieder eine Kakerlakenparty, das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die ganzen Telefonate aus der vergangenen Woche, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Ja, bitte. Hallo, guten Tag. Mein lieber Herr Apparat, ist Michael, Michael Kohlberg. Sie grüße von mir zum ersten Mal. Illusions? Wir haben schon Ihnen kontaktiert, wir haben schon angeschaut, dass Sie Interesse gezeigt haben über Trading online. Und wenn ich darf Ihnen fragen, haben Sie Erfahrung dafür? Mit anderen Unternehmen? Was für andere Unternehmen? Also meine ich mit Trading online oder haben Sie selbst gehandelt zum Beispiel? Also haben Sie niemals probiert, meinen Sie? Okay, aber hier steht, dass Sie Interesse gezeigt haben über Trading online. Sehr interessant. Was meinen Sie ganz genau jetzt? Dass Sie nicht gemacht haben, oder? Nee, habe ich nicht. Normalerweise über Werbung, was Sie geteilt haben, wir bekommen Kunden, dass wir Interesse zeigen können. Aber egal. Also, ich anleite die Leute normalerweise auf jeden Fall über Trading online, dass sie Informationen jetzt mal zu geben können. Also wir handeln schon mit Rohstoffen, Index, Aktien und Kryptowährungen. Aha. Und genau, und normalerweise die Kunden mit uns erstes Mal anfangen würden, ist ein Konto zum Aktivieren. Und dann würden sie ein Konto aktivieren, die Minimum für die Konto ist 250 Euro. Dann würden sie eine Woche Zeit so abends mal anschauen, meine Arbeiten. Und wenn Sie zufrieden sind mit meinen Gewinnen, was ich würde für Sie machen, auf jeden Fall, dann machen wir weiter. Und wenn Ihnen zum Beispiel nicht mehr gefällt, dann können Sie freiwillig das Geld wieder auszahlen, weil Sie eingesetzt haben. Gibt kein Problem. Aha. Wenn ich dafür fragen, haben Sie mal gehört über Trading online? Bestimmt schon ja, oder? Okay. Was denken Sie dafür? Ja, ist unseriös. Unreal. Unseriös. Unseriös? Ja. Das kommt drauf, mit dem Sie bearbeiten haben. Ja, aber am Finanzmarkt, da ist man ja eher seine Kohle los, als dass man welche bekommen kann. Und grundsätzlich ist das ganze Finanzmarktgeschäft am Tradingmarkt unseriös, weil letztendlich nehme ich ja jemandem das Geld weg, um Geld zu bekommen. Mein Lieber, ich sag dir noch etwas. Denn die Kunden mit uns anfangen können mit Trading online, ist dieses Problem, dass wir wir können nicht ihre Geld ausnehmen oder nach unsere Tasche zu bringen. Das ist da dein Konto, wo sie eingesetzt würden. Auf jeden Fall, da bekommen sie einen Vertrag dafür danach. Dass der Kunde diesen Betrag eingesetzt habe, das Geld. Und Beträge dann normalerweise. Bekommt man vorher, nicht hinterher. Ja, ja, aber sie hat noch kein Konto eröffnet, meine ich. Also aber nicht Beträge bevor. Bekommt man vorher bevor und nicht hinterher. Einklärung übrigens. Bevor Einzahlung, meine ich. Dann schicken Sie mir den Vertrag zu, dann gucke ich mir das an. Genau, aber Sie haben doch nicht ein Konto. Wie ein Kontoservice kostenlos. Ein Konto verfügbar zu haben, ist mit 250. Ich habe gesagt, komm, ein Kunde von uns zu sein. Danach, wie Sie ein Kunde sind, da können wir normalerweise einen Vertrag dafür machen, dass der Kunde diesen Betrag einsetzen würde, wegen vom Gewinner von Trading Online. Mit diesem Unternehmen und danach schauen wir weiter. Das meine ich. Ja, dann schicken Sie mir einfach ein Angebot zu und dann überlege ich mir das. Ein Angebot? Mhm. Was weiß ich ganz genau für Angebot? Ja, ein Angebot. Und dann gucke ich, ob ich das so annehme. Okay. Benutzen Sie WhatsApp? Nee. Wo soll ich das senden? Wegen der E-Mail habe ich nicht. Dann schicken Sie es mir per Post. Ist alles gut bei dir? Warum duzen Sie mich auf einmal? Wieso ist wir ein Trading-Unternehmen arbeiten per Post? Hat jetzt keinen Sinn. Ja, also per Angebote Post. Schickt man per Post. Nein, nein, das hat nichts zu tun. Doch. Die Angebote kann man per WhatsApp. Also seriöse Firmen machen das schon so. Nein, da ist. Okay, gehen Sie bei anderen Unternehmen, schauen Sie, wenn da per Post bekommen können. Wir arbeiten mit deutschen Kunden und wir wissen schon sehr gut, was ist. Wir arbeiten schon mehr als 10 Jahre in diesem Geschäft mit dem Deutschen. Deutsches, Österreich und Schweiz. Das glaube ich Ihnen nicht. Ist dieses Problem, wie Sie glauben oder nicht, aber ich spreche wegen meiner Erfahrung mit dem Kunde. Ja, wie gesagt, dann schicken Sie mir ein Angebot per Post und dann überlege ich mir. Kein Problem, per Post bekommen Sie niemals von niemand anderes.
Niemand redet ihre Pause über Trading online. Ja, wenn die unseriös sind, verschicken das nicht per Post. Das hat nichts zu tun, unseriös. Das hat nichts zu tun, unseriös. Nein, nein. Das hat nichts zu tun. Doch. Das ist, guck mal, ich sage dir noch etwas. Ist nicht zum Beispiel, dass sie per Bank eine per Post bekommen können? Oder was ich denke dafür? Trading online normalerweise gehört alles mit dem Internet dafür mit dem Computer zu vorstellen. Wenn Sie möchten, nicht diese Daten nicht zu teilen, der E-Mail oder WhatsApp, zum nicht nach rechts zu senden, das ist dein Problem, nicht meines. Ja, aber WhatsApp ist doch nicht seriös. WhatsApp habe ich eine von diesen Kontaktdaten zu erhalten können. Bedeutet auch E-Mail. Das ist auch gleiches. Ja, dann schicken Sie mir ein Angebot per E-Mail. Das habe ich doch gesagt. Ich habe nicht Ihre E-Mail. Ja, dann bleibt nur noch per Post. Ah, jetzt würden Sie mich verarschen. Würden Sie mir Spaß machen dafür, mein Bruder? Ja, aber das wirkt ja bei Ihnen da wie im Kindergarten. Das ist ja alles unseriös, was Sie da erzählen. Kindergarten? Mhm. Mein Freund, du bist ja komisch, ganz ehrlich. Also ich bin erstens nicht Ihr Freund und zweitens werde ich von Ihnen nicht geduzt. Besser als das Beleidigen normalerweise noch besser wird Freund sein. Wegen so in die gleiche Zeit, Sie versuchen mich zu verarschen, aber schaffen Sie das nicht. Ich verarsche sie ja nicht, aber vielleicht haben sie da mal einen vernünftigen deutsch sprechenden Mitarbeiter, der sich auch vernünftig artikulieren kann. Also normalerweise Deutsche bin ich nicht und möchte ich nicht deutsche Kartoffel sein, aber ich bin schon über dem Deutschen hier gekommen. Also ihre Minderwertigkeitskomplexe kann ich zwar nicht verstehen, aber beleidigend müssen sie ja am Telefon nicht werden, oder? Mit einem Kunde wie euch brauchen wir nicht, normalerweise so wie sie sind. Vielleicht haben sie kein Heimkästchen, ich weiß nicht, warum sie die Leute anrufen, wenn sie dann die Leute beleidigen möchten. Nee, das hat nichts zu tun mit diesen nicht seriösen. Das hat zu tun, dass die Leute das mal die Interesse zeigen mit Trading Online und danach kommt dir etwas anderes. Sie zeigen Interesse bei Trading Online und danach lassen wir ganz kurz sprechen. Wenn Sie uns nicht, also wir nicht möchten, nicht ihn anrufen, dann erstes Mal, warum haben Sie über Interesse gezeigt über Werbung? Habe ich ja nicht, Sie rufen mir einfach an. Nochmal bitte? Habe ich ja nicht. Was haben Sie nicht? Mich angemeldet? Ich habe Interesse gezeigt. Sie rufen mich einfach. Doch, haben Sie. Ich habe Wo haben Sie denn die Anruferlaubnis her? Warum geht was? Wo haben Sie denn die Anruferlaubnis her? Das Double Opt-in. Erlaubt? Ja, wir haben schon ein Zertifikat dafür, dass wir für ganze Sochobal anrufen können. Dafür gibt es keine Zertifikate. Das muss ich Ihnen genehmigen. Doch. Nee, das ist ja Quatsch. Wir sind einfach nur irgendein Spinner. Doch. Die Leute abzocken am Telefon, mehr kann es gar nicht sein, was sie da haben. Das ist ja absolut unseriös, was sie da erzählen. Das ist falsch. Nee. Das können Sie gerne so sehen, aber letztendlich bleiben Sie unseriös. Nee, ich spreche mit den Fakten und mit Beweisen dafür. Es wäre vielleicht auch ganz nett, wenn Sie nicht immer dazwischen quatschen, weil dazwischenquatschen ist ebenso unseriös. Und auch unhöflich. Guck mal, lieber, ich sag dir noch etwas. Sie hat nur Wörter. Was soll ich mit deinen Wörtern? Mit deinen Wörtern kann ich nichts kaufen, verkaufen. Und nichts servieren und nicht verlieren. Mit deinen Wörtern, nichts dafür. Die Wörter nehmen die Luft an. Das müssen sie akzeptieren. Aber du bist nicht ein richtiges Deutsches. Die Deutsche sagt ja, ist ein Ja und Nein ist ein Nein. Und das sagt mir irgendein Spinner am Telefon, der kein Wort richtig vernünftig geradewegs ausdrückt. Guck mal, sie sind ein Schlampe von Deutsches. Wegen die richtigen Deutschen sind ich überhaupt nicht so. Ja, erstes Mal. Versuchen Sie, ein Deutscher zu sein? Sie kommt aus Deutschland, Sie sind Deutscher, aber nicht wie Deutscher. Sie doch erstmal vernünftig Deutsch sprechen zu können. Das wäre doch mal ein Anfang. Lieber, guck mal, der Deutsche bedeutet nicht, Sie müssen erstmal sehr gut Deutsch sprechen. Das bedeutet, Sie sind Deutsche. Nein. Deutsche müssen wie die Deutsche sein. Die Italiener müssen wie die Italiener. Die Schweizer kommen wie Schweizer. Aber du bist sehr falsch. Du hast keinen Respekt dafür, dein Land dafür. So wie du sprichst. Sie sind ja absolut wegen alt. Die Deutschen sind ganz etwas anders. Die Deutsche kann man erstens mal fragen, was ist, okay, kann man hören, kann man eine Frage stellen, wenn ich verstehen kann. Zeig Respekt dafür erstens mal. Deswegen bin ich so gekommen, ohne Respekt von Ihnen. Sie reden so haben Sie mir angeworfen, so wie Sie mit mir sprechen, so würde ich auch in dir antworten. Und deswegen sage ich dir, beleidigen nicht Ihre Sie sitzen Land. Nicht. Beleidigen Sie nicht Ihre Land. Nein, beleidigen Sie nicht Ihre Land. Erwähnt. Sie beleidigen schon Ihre Land jetzt. Glauben Sie den Schwachsinn eigentlich selber, den Sie da so erzählen? Was? Nochmal?
Ja, ob Sie den Schwachsinn da selber glauben, den Sie da von sich geben. Lieber, guck mal. Versuchen Sie, Deutscher zu sein einmal. Ich kenne dich nicht und Sie kennen mich nicht. Ich habe Ihnen gesagt, Sie hören auf, mich zu duzen. Ich habe Ihnen das verboten. Für was hast du verboten? Zu anrufen? Sie haben mich nicht zu duzen. Und? Und? Sag mal, sei mal ein bisschen nett. Ich sagte Sie, nicht du. Können wir auch du, auch Sie, kein Problem. Nee, das ist ein Problem für mich. Wenn das Problem für Sie ist, sag dann Sie, kein Problem. Entschuldigung, dass ich du gesagt habe. Ja, lieber Herr, was haben Sie gesagt? Ich habe gesagt, das ist albern, was Sie da erzählen. Einfach nur lächerlich. Das glaubt Ihnen doch kein Mensch. Du bist sehr komisch, ganz ehrlich. Ich sagte Sie. Aber scheinbar sind Sie ja komplett begriffsstutzig. Sie sind sehr komisch, ganz ehrlich. Keine Ahnung. Ich weiß, was soll ich Ihnen noch mehr sagen? Ganz ehrlich. Und noch etwas habe ich schon vergessen. Unsere Besprechung ist schon registriert. Okay? Was? Haben Sie mich gehört, denke ich? Nee. Ich hab's nicht verstanden. Unsere Besprechung ist schon registriert. Wegen, dass wir beweisen können. Auch für die Seite, auch von meiner Seite. Das ist einfach nur lächerlich, was Sie da von sich geben. Ja, kein Problem. Und da schauen Sie eine Videos YouTube dafür. Schau schon per YouTube dafür. Ich hab schon. Ich würde die Teile meiner Kanal und kannst du anschauen. Also, wenn hier jemand keine Ahnung hat, dann sind das ja wohl Sie, weil Sie geben ja lauter unsinnigen Stuss von sich. Nö. Ja. Die Deutschen würde ich sehen, wie die Deutschen geworden sind. Darf ich das, die Besprechung über meinen Kanal senden? Teilen? Was? Darf ich? Ja, ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Also ich habe einen YouTube-Kanal, dass ich mit den Leuten die Besprechung YouTube senden kann. Das erlaube ich Ihnen nicht. Sie erlauben mir nicht. Und warum? Ja, warum sollte ich? Frau Albern, den Quatsch, den Sie hier erzählen. Das braucht doch keiner. Muss sich doch keiner anhören, was Sie da so von sich geben. Das ist doch komplett Blödsinn. Und Sie wollen seriös sein von einer angeblichen Tradingbank? Voll lächerlich. Und das, was Sie da machen, ist einfach nur albern am Telefon. Aber das hat keinen Sinn und keinen Verstand. Das hat ja nicht mal irgendeinen Hintergrund und irgendeinen, keine Ahnung. Und mit Intelligenz hat das nichts zu tun, was Sie da von sich geben. Aber warum, guck mal, warum haben Sie kein Interesse? Fangen wir von etwas an. Warum haben Sie kein Interesse über Trading online? Ja, habe ich ja nicht. Hm? Ich ja nicht. Was für Sie haben Sie das nicht? Also langsam zweifle ich wirklich an Ihrer Intelligenz, weil die ist faktisch nicht vorhanden. Sie stellen mir eine Frage, ich antworte auf die Frage und Sie fragen mich, wozu Sie antworten. Nee, warum haben Sie kein Interesse, habe ich gefragt. Nee, das haben Sie so nicht gefragt. Dann müssen Sie ganze Sätze aussprechen und nicht nur Worte kurz hinsprechen. Okay, warum haben Sie kein Interesse über Trading online? Ja, weil das ein albernes Geschäft ist. Das ist doch Blödsinn. Das ist blöd. Und die Deutschen, dass man alles investiert bei Immobilien, bei Bitcoin, über Aktien, sind auch alles behindert? Denkst du so? Ich habe nicht gesagt, dass das behindert ist, aber es ist Blödsinn, weil letztendlich ist blöd? Hochspekulative Geschäfte. Okay, ist nicht behindert, ist blöd? Ja, das habe ich so auch nicht gesagt. Das sind hochspekulative Geschäfte, das ist albern. Da kann man nur Geld verlieren. Geld verlieren? Aber warum die Leute investiert noch? Zum Verlieren oder bedeutet das, hat schon Geld gut gewinnen und versucht nochmal noch mehr zu gewinnen. Ha? Wie gesagt, es ist hochspekulativ. Spekulativ. Erstes Mal nehmen Sie die Informationen und danach können wir weiter sprechen. Nehmen Sie noch mehr, suchen Sie ihn bei Google. Wie wir Sie am Jahre 2022. Schreiben Sie bei Google, was ist Trading? Was können wir mit Trading machen? Und wie viel gewinnen Sie da? Und danach danach würde ich die anrufen. Um mir zu sagen, habe ich echt oder nicht. In ganz Europa sind die Deutschen mehr Investoren für die Trading online als die anderen Länder. Okay? Das weißt du nicht, hast du heute gelernt. Ich sagte, Sie sprechen mich mit Sie an. Entschuldigung, Sie? Anschauen Sie selbst, dass Sie viele Deutsche als andere nicht. Länder das über Trading online. Brauche. Das, was Sie da am Telefon erzählen, ist absolut höchst unseriös. 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 Ah, mein Freund. Ich hoffe, dass du in deinem Leben noch ein bisschen klarkommen kannst. Ich sagte, sie sprechen mich mit Sie an. Aber du, wie gesagt, kannst sie sind auch du kannst auch du anrufen. Kein Problem, kannst du mich auch du sehr sagen. Nee, ich habe ihr das verboten. Aber wahrscheinlich können sie sich ja nicht mal 3 Sekunden irgendwas merken. Geschweige denn ansatzweise irgendwie Deutsch sprechen. Und alles, was sie von sich geben, ergibt null Sinn. Egal. Du. Es ist nicht egal, es ist albern und es ist höchst unseriös und
ja ziemlich bedauerlich, dass Sie da am Telefon sitzen und Menschen anrufen. Du. Nee, Sie. Du. Tja, das zeigt genau Ihre Unseriosität. Ja, du. Denkst du, dass du bis jetzt geschafft hast? Eine ich normale Unterhaltung? Sie sprechen nicht mit Sie an, ansonsten werde ich Ihnen nicht antworten. Du versuchst einfach Besprechungen zu machen ohne Sinn. Und das ist sehr komisch, was du machst. Du müsstest es mal deutlich sein. Ich sagte Ihnen, Sie sprechen mich mit Sie an. Sie können es mal deutlich sein. Danach kannst du kommen. Aber so ich brauche ich Ihnen, auch Sie wenn sprechen Sie mich möchten, mit Sie an und nicht mit auch mir. Wenn Sie möchten, mit mir zu anfangen, so ein Kunde wie Sie, möchte ich nicht gerne haben. Sie meinen Betrug? Weil so ein Kunde wie Sie, für Sie bin, oder was? Nein, Betrüger können Sie mir nicht einmal. Klar sind Sie kriminell. Das, was Sie da machen, ist kriminell. Ja, kein Problem. Ist Ihre Meinung. Ich respektiere Ihre Meinung. Dafür, dass Sie da die Leute abzocken? Ich respektiere Ihre Meinung. Kein Problem. Und normalerweise, ich darf auch unsere Besprechung per YouTube-Kanal. Nee, definitiv nicht. Egal, wer du willst oder nicht. Sagte, Sie sprechen mich mit Sie an, nicht mit du. Auch wenn Sie möchten oder nicht, das kann ich selbst entscheiden. Nee, das haben Sie überhaupt nicht zu entscheiden. Also schauen Sie selbst, wie Sie sprechen, Entschuldigung. Schauen Sie selbst. Okay? Schreiben Sie die Michael Kolbeck Trading Online. Die Menschen, die keine Ahnung haben, Informationen, da kann sie direkt mal schauen. Ahnung hat sind ja wohl Sie. Ja, schauen Sie unter unsere Besprechung dahin. Ja. Shiva. Hallo? Ja. Hallo? Caro? Was denn? Das ist Handelsplattform, Online-Handelsplattform, automatisiert. Ich bin Hollywein und Sie haben dort hier die Geschichte geklickt, deshalb rufen wir an. So, das ist. Was? Kein Wort verstanden. So, ich rufe Sie an auf eine Registrierung auf unserer Plattform. Ja, Sie haben registriert oder klickt auf unserer Plattform, Handelsplattform, automatisierte Plattform Swiss Pro. Merken Sie das? Was? Sie haben registriert auf unserer Plattform, Handelsplattform Swiss Pro. Sie merken das? Wie, ich merke das? So, dass Sie die Registrierung haben auf unserer Handelsplattform, automatisierte Swiss Pro. Haben Sie sich schon mal selbst zugehört? Entschuldigung? Ja, haben Sie sich schon mal selbst zugehört? So, nein, das ist überall Information. Und ja, das ist wie können Sie ein passives Einkommen haben und Ihre Account, Ihr Konto aktivieren? Was denn für ein Account? Was denn für ein Konto? So, Sie haben Ihr Account, ja, auf unsere, Sie haben geklickt oder registriert auf unsere Plattform und wir rufen unser System, ruft Sie automatisch, ja? So, warum automatisch? Deshalb Sie auf unserer Plattform automatisch ein passives Einkommen können haben. Verstehen Sie? Nee. So, wir sind ein Online-Handelsplattform. Ihr Name, ja, mein Name ist Swiss Pro. Ja? Ihr Name ist Swiss Pro, aha. Ja. Das ist ein Plattform, automatisierte Plattform, ja. Warum automatisierte? Das heißt, dass wenn Sie etwas hier depositieren, ja, oder haben Sie diese Account, ja, auf unserer Plattform, haben Sie die Prozente, ja, von diesem Deposit, von jedem Deposit, das Sie für unsere Plattform haben, ja. Und Sie müssen nicht kaufen, Sie müssen nicht etwas erholen, ja. Sie können Geld haben oder machen, automatisierte, ja. Nur prüfen Ihr Account auf unserer Plattform und das System macht alles für Sie. Selbstständig. Verstehen Sie? Können Sie da mal einen Satz draus machen? Was ist das?
ob Sie da mal einen Satz draus machen können. Da mal dieses Wort kann ich nicht verstehen. Ja. Ja, na, Sie sollen da mal einen Satz draus machen, so dass man das versteht. Ausmachen. Welche ausmachen können Sie? Nee, welche Sie Prozent? Sollen einen Satz draus machen, so dass man das versteht. So, daraus machen können Sie das, zum Beispiel, wenn Sie auf diese ja, Plattform gehen, ich kann die Information senden, dass Sie alles sehen können, ja, dass Ihre Account sehen, ja, dass wie funktioniert das, welche Services habe ich. Ich kann jetzt das für Sie senden, ja, mit der SMS oder mit der E-Mail, dass Sie alles sehen, ja. Und danach Sie diese Account sehen, ja, können Sie auch depositieren machen, ja, wenn Sie wollen. Und zum Beispiel haben Sie 50 Euro, ja, oder 100 Euro depositieren und unser System überall gibt für Sie auch, ja, 100 Euro und 50 Euro, ja, zusammen dann, ja, dann haben Sie diese Möglichkeit, mit dieser Summe, ja, mit diesem Geld, das System automatisch traden. Verstehen Sie, ja? Was? Gibt es andere Leute, die das sehen? Entschuldigung, können Sie ein bisschen lauter sprechen? Deshalb... Ja, wenn Sie ein bisschen deutlicher sprechen könnten. Ja, also noch einmal. Sie verstanden, was ich erklärte? Nee. Okay, noch einmal. Was für eine Plattform haben Sie? Ja? Haben wir? Entschuldigung, wer? Ja? Das ist, ja, dass ich rufe Sie an. Ja? Ich rufe Sie an auf der Plattform, Handelsplattform, automatisierte Plattform SwissPro. Ja? Warum rufe Sie an? Deshalb, Sie haben eine automatisierte Registrierung oder klickt, ja, unsere Plattform und deshalb rufen Sie an. Welche Profit können Sie von uns haben? Verstehen Sie, ja? Welche Profit? Da müssen Sie mal einen Satz draus machen. Draus machen Sie, können Sie jetzt, ja, können Sie das machen, wenn Sie wollen. Ich sende Ihnen Link, ja, diesen Link. Und Sie können dieses System automatisch, ja, automatisch machen. Sie lösen kein Geld, ja. Wenn Sie mag das nicht, zum Beispiel, wenn Sie nach einiger Zeit, Sie mögen diese Plattform nicht, Sie können Ihr Geld zurückhaben. Verstehen Sie? Nee. Ja? Nee. Und was ist nicht, so, was ist schwer? Was verstehen Sie nicht? Nur alles, was Sie so sagen, weil das ergibt ja gar keinen Sinn. So, Sie meinen, Sie haben Erfahrung in Online-Trading, in Online-Handel, in Handel? In Online-Handel, ja, in Handel auch und in Trading. Sehr gut, sehr gut. So, Sie verstehen, wie zum Beispiel Forex funktioniert, ja, wie diese Plattformen funktionieren. Nee. Aber Sie haben eine Erfahrung in Handel, ja? Ja. Online-Handel oder ja. Online? Ja. Online und offline, ja. Ja, so, Sie kauften etwas, ja, oder was machen Sie? Ja, ja, genau. Ja, Sie kaufen, ja? So, die Besonderheit, ja, auf unserer Seite ist, dass Sie müssen nichts kaufen, ja? Sie müssen nichts kaufen. Sie nur... Gratis, oder wie? Was? Ich fand das dann alles gratis. Das ist automatisch, ja? Das Geld macht, ja, dieses System, unser System Geld macht, auf Ihre Einkommen, ja, auf Ihre Depositen. Zum Beispiel, depositieren Sie 100 Euro, ja, oder 50 Euro. Dieses Step beginnt diese Geld, ja, automatisch Profit haben, ja.
Zum Beispiel, Sie haben die Prozentindexes von verschiedenen Ländern, ja, die Indexes. Und Sie hat dieses System, sieht alle Indexe, sieht alle Geld, ja, von verschiedenen Ländern, von Kursen, ja, von verschiedenen Kursen, ja. Und trade online und tradet online. So hat das diese Geld, ja, von diese Online Trading. So ist automatisch. So, wir haben diese Person, ja, oder Manager, das alle Indexe und alle Profit, ja, sehen und können ja Profit haben, ja, bringen. Kann man denn da bestellen? Was? Was kann man denn da alles bestellen? Ja, alles ist like, alles ist können Sie bestellen und alles können Sie sehen, ja, auf diese Account sehen. Also das ist sicher. Deshalb können Sie sicher, ja, sein, dass ihre Geld nicht verloren, ja, sind. Sie haben ihre Konto und Sie können mit das Konto machen, was Sie wollen. So, ja. Und danach auf unserer Seite können Sie auch damals zum Beispiel 100 Euro und im Sommer, Sie haben diese Geld, ja, im Sommer ab zu 200 Euro. Verstehen Sie, ja? Verstehen Sie jetzt, ja? Nee. So, dieses System ist automatisch, so Sie müssen nicht sehen, Sie müssen nicht so diese kontrollieren, ja. Wir haben einen Manager, wir haben unsere Manager, ja, Person, dass ihre Geld, ja, Profit machen. So, zum Beispiel haben Sie Bank, ja, zum Beispiel geben Sie Geld zur Bank, ja. Sie bezahlen, ja, für diese Geld für Sie holen, ja? Was denn? Zum Beispiel, ja, wie Bank funktioniert, ja? Wir sind ein Beispiel der Bank, ja, aber besser. Wir nehmen nicht Prozenten für das. Verstehen Sie? Warum klatschen die Leute? Was? Warum da die Leute klatschen? Das war klar oder nie? Na, warum die Leute da klatschen im Hintergrund? So, zum Beispiel, so, haben Sie diese Geld, das Sie auf unserem Konto, ja, auf unserem Account haben, ja? Und weiter können Sie die Prozenten für das System haben, ja? Aber Sie lösen nicht kein Geld. Sie haben keine Prozente für dieses Geld zu holen. Auf unser System. Verstehen Sie? Ich war ein bisschen abgelenkt von dem Geklatsche. Warum klatschen denn da die Leute? Ah, das ist für unsere Department, für unsere so Staff, ja. Ein von unseren Kollegen hat einen Geburtstag, ja, einen Geburtstag. Deshalb so muss ich einmal, ja, mit ihnen sprechen und ja, alles ist so, hören Sie alles, was geht, ja, hier. Ja. Deshalb die Leute klatschen, ja. Wir haben Geburtstag von einer Kollegin von uns. Ja, Entschuldigung. So, jetzt verstehen Sie, ja, wie funktioniert das? Ich habe gehört, ich war abgelenkt von dem Geklatsche. Jetzt müssen wir nochmal anfangen. Entschuldigung. So, Sie verstehen, wie funktioniert eine Bank, ja? Sie verstehen das, ja. Und unser System ist besser, ja, dass Sie zahlen keine Prozente von diesem Geld, das Sie auf Konto haben. Verstehen Sie? Gibt es da auch Joghurt? Ja, zum Beispiel, Sie haben ja Geld für depositieren, zum Beispiel, ja, eine Summe von Geld auf unserem Account und diese Geld sie nicht lösen. Sie haben auf ihre Konto, sie können Prozente haben, ja,
aber das verschmutzt nicht, so das löst sie nicht. Ja, die System beginnt die diese Profit machen automatisch. Automatisch. Sie nur prüfen ihre Account und wenn sie nichts mögen und wenn sie nicht diese System ja mögen oder müssen sie die Geld ja heraustragen, ja, herausmachen, ja, zurückmachen, können sie jederzeit das machen. Ja, zurückmachen. Ja, so ja, wenn sie mögen unser System nicht, ja, oder was etwas geht nicht so gut, ja, oder haben sie noch nicht so viel Prozent, wie sie wollen, ja, in diese Situation können sie ihre Geld abzuholen. Aperol Spritz. Was, Entschuldigung? Aperol Spritz. Ich verstehe nicht. Was wollen Sie sagen? Ja, brauche ich gleich. So, gleich? Nee, was denn? Sie fragen über die verschiedenen Einkommen, die Sie können haben, oder was? Ich verstehe nicht. Ja. So, ja, das ist zum Beispiel. Können Sie Einkommen, ja, verschiedene Prozenten von Ihrem Deposit haben. Das kann ab zu 70%, ja, für jedes Einkommen und ab zu 70%. Das hängt an die Summe, ja, an die Insams, ja, Ihre Sams, ja, Geld, das Sie auf dem Konto haben. Und das hängt an die Indexen oder an die Situation, ja, in der auf dem Markt, das wir haben, ja. Aber lösen Sie die Geld nicht, ja. Die Prozenten, die können verschieden sein, ja, nur die Prozenten. Aber die Geld holen Sie auf Ihre Konto, ja, auf unser System. Mhm. Verstehen Sie, ja? Nee. Was? Haben Sie ja noch nicht erklärt. Was haben wir nicht? Na, wie das geht. Das geht über die Prozenten, die Sie auf Ihre Depositen, ja, können haben auf unserer Plattform und auf unsere Plattform. Verstehen Sie? Dass Sie holen diese Geld, ja, wir holen diese Geld, aber wir machen nichts. Prozenten, ja, wir nehmen nichts von Ihnen Geld, ja? Nee. Sie haben dieses Geld, wir holen dieses Geld, aber ein Profit, das wir haben, ja, ein Profit, das unser System hat, ist 5%, ja, für eine Einkommen oder für eine so Profit, ja, dass Sie auf ihrer Konto haben, zum Beispiel, ja, wenn sie haben depositieren, ja, und wir auf unserem System Profit gehabt, ja, wir haben nur 5% für ein gutes Einkommen, ja, für einen Einkauf oder etwas, ja, auf dem System. Aber sie haben ab zu 70%, ja, ab zu 50%. Und Sie lösen nicht die Geld, verstehen Sie, ja? Nee. So, das ist besser, ja, das ist besser, dass die Bank, ja, hat. Die Bank gibt, die Bank nimmt von Ihnen die Prozente und wir nehmen nicht, ja, wir nehmen nicht die Prozente, ja. Wir holten Ihre Summe und wir haben Profit, ja, und wir tradieren mit Ihrem Geld, ja. Und deshalb, ja, wir haben die Person, wir haben die Menschen, dass ihre Konto kontrollieren, ja, und die Profit von der Summe, die sie gehabt haben, ja, haben, ja, machen. Sie machen Geld auf diese Prozente, ja, 5% für unsere Seite. Und sie haben, ja, schönen Bar, ja, sie haben 50 oder 70%.
von Ihrem Konto, ja? Und wir tradieren. Unser System und Management, Personen tradieren mit Ihrem Konto. Haben die Trading. Verstehen Sie? Wie Online-Market. Aha. Verstehen Sie? Nee. So, welche Fragen noch, die nicht verstehen? Welche Themen? Na, wie viel Taster kann man denn da mit dem Laster verdienen? Mit was verdienen? Na, wie viel da so auf den Taster Laster passt? Wie viel hängt das ab die Situation, ja, ab die Market, ja, aber Sie können das hängt ab die Summe, ja, das Sie auf die Konto haben. In Summe, jedes Mal haben Sie ab zu 40-50%, ja, aber das ist nicht so total, dass Sie können sammeln, ja, die Summe, ja, wir können die Summe nehmen, nicht so sicher, ja, nehmen, deshalb die Markt wechselt, ja, und so weiter. Aber Sie haben die Prozenten und Sie holen die Geld, ja, Sie lösen nicht Geld. Sie haben die Prozenten jeden Monat ab zu 40-50% von Ihrer Deposite. Ja. So, versuchen wir, dass okay. Sie alles sehen, ja? Ja. Okay. Vielleicht sind Sie bereit, heute depositieren, zu beginnen, ja, zu beginnen, und Sie, wenn Sie dieses System, ja, während ein Monat nicht mögen, ja, geben wir Ihr Geld zurück. Können wir das machen, jetzt, wie Sie? Was meinen Sie? Ich sende Ihnen Link, ja, mhm. Sie gehen in Ihre Account, Sie sehen alles, ja, dann, rufe ich Sie an, ein bisschen später, ja. Und wenn Sie alles mögen, sende ich Ihre einen Link, ja, für die Depositieren. Sie tradieren. Was? Also wollen Sie auflegen? Wo ist das? Ich kann verhindern. Aber ich kann nicht bei SMS senden. Für Sie, nee. Bei SMS. Ob Sie auflegen wollen, weil Sie sind ja so atterig, so atterig. Aktivieren? Nee, also weil Sie wirken so ein bisschen, als hätten Sie so mal an so einem Berliner gelutscht. Sie meinen die Bank, dass Sie, wie Sie können Sie das bezahlen, ja? Nee. Und was meinen Sie? Na, ob Sie auf der Baumschule waren. Der Baum? Baum, ja. Wie das das auf der Unfallschule. Konto. Ja, was macht man damit? Wie geht denn das? So, wie haben Sie dieses Geld, ja? Was denn? Ja, wie wo haben Sie das haben? Sie können dieses Geld zurückhaben, ja, während ein Monat, wenn Sie unser System, ja, nichts mögen. Zum Beispiel, wenn Sie keine Prozente haben, ja, wenn Sie etwas geht schlecht, ja, Sie können uns rufen, Sie können Sie uns, ja, schreiben, und ja, eine Person Sie haben, dass Sie ruft an, ja, und diese Probleme hat, so diese Probleme gelöst. Verstehen Sie? Also wir haben verschiedene Management, das mit diesen Problemen steht. Ja? Ja. Macht Ihnen das Spaß? Ihnen? Uns? Ja. Arbeiten? Also, ja, wirklich, wirklich, das macht Spaß. Das ist interessant, das ist gute Erfahrung. Mhm. Aber Sie sparen auch kein Zeit, ja? Verstehen Sie? Sie sparen kein Zeit, Sie müssen nichts kaufen, ja? Und ja. Sie müssen nur prüfen, Ihre Account prüfen, ja? Und Ihre Konto sehen. Das ist alles.
Ja. Und wie viel Geld kann man da verdienen? Entschuldigung? Wie viel Geld kann man denn da verdienen? So, zum Beispiel kann ich diese Information für Sie, ja, bei SMS senden oder bei E-Mail senden, wenn Sie wollen, jetzt. Ja, aber wie viel Geld kann man denn da verdienen? Die letzte Werte, ich können Sie deutlicher sagen, die letzte Werte. Wie viel Geld man da verdienen kann? Mann, dieser Link muss ich schreiben, oder was? Nee, wie viel Geld man verdienen kann? Inhalt? Wo ja. Können Sie Inhalt sehen? Nee, den Geld verdienen. So, und Sie können das machen auf dieser Plattform, ja, die Geld verdienen. Okay, und wie geht das? Wie das? Wie man das macht? Man das kann depositieren, ja, Zeug depositieren, dann das System macht alles für Sie. In dieser Welle können Sie die Geld verdienen. Automatisch, das System nach der Depositierung, das System beginnt tradieren, ja, beginnt diese Prozesse. Und während ein Monat, ja, oder zwei Monate, beginnen Sie auf Ihre Konto dieses System ein Income haben, ja, ein passives Prozenten, ja, von dieser Verdienung haben. Auf Ihrer Konto. Ja, auf unserer Seite, auf Ihrer Konto. Und dasselbe, ja, Platz haben Sie für diese Geld, ja, zurückhaben. Das also ist unsere. Was? Also eine Geld-Zurück-Garantie. Sie können das zurücknehmen, ja, noch nur nach einem Monat. Ja, nach einem Monat oder zwei. Wenn das System hat die Zeit für tradieren, ja, für diese Profit machen. Nicht nur jetzt, ja, aber noch ein, zwei Monate. Dass etwas, sie haben etwas, ja, Geld auf ihrem Konto. Das benutzt Zeit ein bisschen. Ja, wie viel denn? So, kann ich die Information für Sie senden? Na, ich dachte, Sie wollen mir noch was erklären. Was erklären? Was muss ich auch erklären? Na, wie das alles funktioniert und was ich da machen muss. Welche Punkte? Was muss ich denn da machen? Also, jetzt müssen Sie einen Link, ja, für, wenn Sie wollen, für diese Account, ja, auf, und für die Depositierung auch haben. Wenn Sie jetzt die Möglichkeit haben, ja, ich kann alles für Sie senden, jetzt senden. Alle Linke, ja, für die Bezahlung, alle Informationen für Ihre Account, alle. Ich kann jetzt auf Ihre SMS sehen, senden, ja, oder auf Ihre E-Mail senden. Ja, aber ich dachte, wir machen das zusammen. Ja. Ich mache mit Ihnen zusammen, jetzt, ja. Ich kann das mit Ihnen machen, aber zuerst müssen Sie sagen, ja, wie können Sie bezahlen? Mit Wire, ja, mit der Bank oder mit was, ja, oder mit der Karte, wie ist bequem für Sie? Na, kann man das nicht mit Bargeld bezahlen? Was? Bargeld? Bargeld? Ja. Nein, nur die, zum Beispiel für Sie, wenn Sie die mit der Bank zahlen, ja, müssen Sie eine Summe für die 100 Euro bezahlen, ja. Wenn Sie die Karte benutzen, müssen Sie eine Summe von 50 Euro bezahlen, ja, depositieren. So, das hängt ab Ihnen. So, was ist bequem für Sie? Also kostet das 50 Euro oder wie? 50 Euro, ja, und 50 Euro mit der Karte, ja. Aber das ist langsamer. Wenn Sie mit der Bank haben, ja, mit dem Wire haben, das ist schneller, ja, das ist schneller. Und Sie benutzen jetzt diesen Link, ja, mit unserer Information, alles offiziell. Und das ist eine Sekunde, ja, ein, zwei Sekunden und sehen Sie das alles auf der Konto. Verstehen Sie, ja? Nee.
das ist mehr, das ist schneller, das ist schneller. Wenn Sie die Bahn benutzen, das ist schneller. Weil, ja, das ist schneller und das ist 100 Euro. Ja? Ja. So, versuchen wir ja jetzt zusammen das machen. Das muss ich denn ganz alleine machen, oder wie? Das kann, ja, können Sie mit zwei machen. Das war schneller, ja, in ein paar Sekunden haben Sie jetzt Ihre Information. Ja. Und zuerst muss ich die E-Mail prüfen, ja? So, Ihre E-Mail muss ich prüfen, dass diese Informationen für Sie senden. Ja? Ja. Sie haben die E-Mail kartoffel, ja? Ja. kartoffel@gmx.net, ja? Nee. Richtig? Nein. Nee. Welche E-Mail haben Sie? Karl.toffel, ja, ist schlecht, @mdccfun.de. So, Moment mal, ich sende Ihnen ja eine SMS, dass Sie meine E-Mail, meine Arbeits-E-Mail prüfen können, okay? Wohin senden Sie denn die MMS? SMS. Mit meiner E-Mail, okay? Ich sende Ihnen jetzt, ob wir unsere Informationen geprüft können, okay? Kann ich das machen jetzt? Ich weiß es. Ja? Kann ich, ja? So, jetzt haben Sie zum Beispiel, ja, einen Moment mal. Ich schicke den Brief jetzt, okay? Brief, Moment, aber das dauert schon lange mit Brief. Nummer? Was? Meine Name? Nee, Brief dauert doch lange. Ich verstehe nicht. Können Sie wiederholen? Na, ich sage, Brief dauert lange. So, Sie müssen bringen die Lande. Was? Sind Sie ein bisschen durcheinander? Anders, nein. Auf Ihre E-Mail muss ich das senden. Ja, sende ich. Moment mal, ich mache alles. Moment mal. Moment mal. Ja, so, ich habe alles. So, jetzt, Moment mal, Sie sind hier, ja? Ja, wo soll ich denn sein? Sie müssen jetzt, ja, Ihre E-Mail prüfen, ja? Und Sie haben einen Brief von mir, ja, von mir, von Polly, von dieser Plattform. Das ist die Gemeininformation, ja? Nach die Desinformation haben, ja, sende ich auch die Information über die Bezahlung, ja, über den Link, wo Sie können depositieren und auf Ihren Account gehen, okay? An welche E-Mail-Adresse senden Sie das denn? Entschuldigung? An welche E-Mail-Adresse senden Sie das denn? Ich sehe diese Adresse auf unserem Account. So, das ist karl.toffel@gmx.net. Aber habe ich ja gesagt, die ist falsch. Haben wir ja abgeklärt. Okay, so, und ich schreibe diese Mails mit meiner E-Mail, ja, mit meiner E-Mail senden. Okay, Moment mal. Moment mal, ich mache das auf unsere Arbeitsmail. Bettina mit der Babette und der Bärbel. Ja, und jetzt, haben Sie die SMS? Haben Sie die SMS? Was denn jetzt, ein Brief, eine SMS oder eine E-Mail? No, SMS, yes, SMS, no SMS, prüfen Sie die SMS. Also Sie haben eine SMS an meine Festnetznummer geschickt.
Was? Entschuldigung? Also Sie haben eine SMS an meine Festnetznummer geschickt. Ist das richtig? Ich habe geschickt meine E-Mail, ja, dass Sie Ihre Information, ja, nach der Bezahlung oder Ihre Frage, ja, für mich senden können, ja. Deshalb, Sie haben gesagt, dass Sie falsche E-Mail haben. Verstehen Sie? So, ja, deshalb, ich Ihnen ja, ja die richtige schon durchgesagt. Da können Sie ja die richtige nehmen dann. Die richtige was? Na, die richtige habe ich Ihnen ja schon gesagt, die richtige E-Mail-Adresse. Aber können Sie auch senden auf die Antwort, ja, auf die SMS? Können Sie senden? Wie jetzt SMS? Also, Sie haben ja an meine Festnetznummer geschickt. Dann, ja, aber ich habe geschickt, an welche, ja. An welche auf, Nummer haben Sie das denn geschickt? Wie heißt denn die Nummer? Das ist systematisch, ja. Sie müssen das sehen. Sie müssen das sehen auf Ihrem Handy, das ist like, automatisch sehen. An welche Nummer haben Sie das denn geschickt? So, welche hat Sie angerufen gehabt? Ja, aber da ist nichts gekommen. Okay, okay. Also können Sie Ihr E-Mail noch einmal sagen? Nakal.toffel. Ja, langsamer. Karl. Ja. Punkt. Karl.toffel. Toffel, du F, zwei F oder ein F? Na, so wie es vorher schon stand. Also Karl.toffel und dann Punkt. Mhm, Toffel. Ja, Toffel, Punkt. Ja, Popel dann. Green. Wie? Popel Green. Das ist Buchstabe oder was? Nee, das Wort. Karl.Toffel.Popel Green. Und die letzte können Sie buchstabieren. Also Popel wie Popel, als Wort Popel und dann Green wie Green. Also mit wie Green, Popel Green halt. Mhm. Puppy Queen. Puppe. Mhm. Puppy wie Puppy Puppe. Puppe Queen, nicht Puppy Queen, Puppe Queen. Poppy. Oh, ja? Puppe, nicht Puppy. Puppe. Ja, P O P P. Ja? P-O-P-P-L-Y-G-H-Z. Und dann Queen. Popil und dann? Und dann Queen. Queen, die englische Wort, ja? Ja. Mhm. Und dann Nat, GNX oder was? Nee, dann kommt erstmal Punkt Hausmeister. Aha. Und dann at mdccfun.de. So, GMX, ja? Nee, weiter? Nee. Und was geht? mdccfun.de. Das ist die Endung. So, können Sie buchstabieren? Popil, Queen, ja? Dann buchstabieren Sie bitte. Na, Punkt hausmeister@mdccfun.de. Langsamer. Ja, das ist dort, unter, dann buchstabieren Sie. Hausmeister. Also wie der Meister aus dem Haus, also so wie ein Hamster im Rad. Hausmeister, ja, Hausmeister. Ja. Hausmeister, weiter. Genau, also haben Sie jetzt Popel Queen und dann Punkt Hausmeister, ja? Ja, Hausmeister ja. Und weiter. Und dann at mdccfun.de. At und langsamer, die letzte. Na, mdccfun.de. Langsamer, können Sie das langsamer machen? Was meinen Sie? mdccfun.de. mdcc. Ja, fun.de. .de. Okay. Ja. Moment mal. So meine E-Mail. Versuchen wir jetzt das haben. So. Ja. Moment mal.
Naja, Hauptsache Sie haben Spaß. Moment mal. Ja. Auch Login. Ihre E-Mail. Aber Ihre E-Mail ist hier. So. Sie haben eine Limit für die spezielle für die Poste, dass eine Spam, ja, oder eine unbewohnte, ja, Information zu haben. Können Sie vielleicht diese Limiten, ja, auf Ihre E-Mail abzubrechen? Deshalb ich kann auf Sie nicht senden. Wie meinen Sie das? Kaputt? Das ist nicht kaputt, ja, das ist nicht kaputt, aber wenn Sie diese senden, ja, versuche zu senden, ich kann das nicht senden. Das heißt, Sie haben Limiten für Ihre Poste, ja, für Ihre E-Mail, vielleicht auf die ungewöhnte, ja, oder unbekannte Adresse. Ich kenne doch meine E-Mail. Ja, das ist Ihre E-Mail, aber Sie haben die, okay, Limiten. Okay, haben wir so. Sie gehen auf die Website, Swiss Pro. So, ich erkläre jetzt, ja. Deshalb, ich kann auf Sie senden nicht. Okay, Sie gehen Swiss Pro. Gehen Sie auf diese Website, ja, auf Ihre Account gehen, SDIZZPRO. Hallo. Hallo. Ja? Ja, haben Sie gegangen? Swissfrau.com. Wie meinen Sie das jetzt? So, Sie sind in dieser Website, ja? Welche jetzt genau? SDIZZPRO. Swissfrau. Und was ist das? Das ist Plattform, das er geklärt jetzt, ja, gehabt. Dass Sie diese Profit können machen. Und dorthin ist Ihr Account, ja, dass Sie gehen können. Verstehen Sie? Verstehen Sie? Nee. Sie müssen auf Ihre Website gehen und Ihre Account zu sehen. Für diese zu machen. Wo habe ich denn das? Also, was? Also, wie war das da eigentlich mit den Gewinnen? Die Frage haben Sie ja nicht beantwortet gehabt, wie viel Gewinn man da so machen kann. Also, ich habe beantwortet auf die Fragen, die Sie vorher haben, ja. Aber das habe ich ja nicht verstanden. Da war dann irgendwas komisch. Was haben Sie nicht verstanden? Also, ich bin jetzt hier versucht, geht auf Dings Pro. Und da steht Euro 19.753,82 Cent kaufen. Da kann man die Domain kaufen. Sie müssen nichts kaufen. Sie müssen nur depositieren. Mhm. Und dann das System beginnt tradieren. Ja, beginnt dieses Geld machen. Verstehen Sie? Ja, Geld macht Geld. Sie oder was? Ja. Die Geld haben Sie auf einen Monat das System tradiert. Zuerst müssen Sie diese Account, ja, haben, nicht Account, aber aktivieren, diese Account aktivieren. Für dieses Mal müssen Sie Ihre Account sehen, auf diese Plattform gehen, ja, dann depositieren und dann senden uns eine Prüfung für diese Bezahlung. Ja, Ihre Foto der ID
und weiter, ja, weiter beginnt dieses System, diese Profit machen. Ja. Verstehen Sie, ja? Nee. Und vielleicht, Sie haben auf die E-Mail, ja, auf Ihre E-Mail eine Ergänzung, ja, eine Limiter, dass ich kann nicht diese E-Mail senden. Nee, da habe ich kein Limit. Zum Beispiel, Sie haben eine unbekannte Information, ja, und das deshalb können Sie nicht, ja, etwas senden. So, können Sie meine E-Mail schreiben? Können Sie meine E-Mail jetzt schreiben? Ja. Soll ich okay. Ihnen eine E-Mail schreiben oder was? Sie müssen meine E-Mail schreiben, ja. Also und ich soll Ihnen eine E-Mail schreiben? Meine E-Mail, dass er alle Informationen für Sie geschickt könnte. Ja, also ich soll Ihnen eine E-Mail machen. Jetzt, ja. Auf die Antwort auf meine E-Mail. Ach, ich soll auf eine E-Mail antworten. Na, dann müssen Sie mir eine E-Mail schicken, dann gucke ich da rein. Ich kann das nicht schicken, deshalb Sie haben diese Limiten auf Ihre E-Mail. Ja? Nee. Unsere E-Mails sind wie Spam. Sie können Ihre E-Mail nicht, will nicht unsere Briefe kommen, ja, bekommen. Also Sie verschicken Spam. Das ist nicht Spam. Das geht, wenn etwas Unbekanntes für Ihre E-Mail ist. Das ist nicht Spam. So. Zuerst schreiben Sie meine E-Mail, ja, schreiben Sie. Und schicken Sie eine Wörter, ja, Grüßen oder etwas, das er Ihnen sehen kann. Okay? Ja, also soll ich Ihnen jetzt eine E-Mail schicken? Ah, meine E-Mail müssen Sie schreiben. Und dann soll ich Ihnen eine E-Mail schicken. Was? Und dann soll ich Ihnen eine E-Mail schicken. Ja. Eine E-Mail mit etwas, ja, mit Grüße, mit etwas, ja, Inhalt, verschiedene Inhalt, einige Inhalt, dass ihr Ihnen sehen könnt, okay? Aha. Okay, so schreiben Sie, ich buchstabiere. So, H, der erste Buchstabe, H. Ein H? Ja, dann A, wie E, englische E. Ja? E. Also ein E. Ja, E. E wie englische E. Oder die deutsche Wort beginnt, ja, diese Buchstabe wie Antwort. A. Antwort. Deutsche A, englische E. Aha. Aha, das ist zweite Buchstabe. Die dritte Buchstabe ist L. 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 Also 3L. 1, 2, 3. 2L, ja. 2L. Ja. Ach, zwei, nicht drei. Zwei. Ja. Dann Y. Ein Y, Moment, da muss ich mal den... Also Halli, ja. Ja, Halli, ja. Halli, Bali, Ja, dann wie. Ein was? Wie Wein, ja, wie. Wien. Wie. Ein was? Wie. Eine Buchstabe wie ein Wort Wien, ja, Wohnhaus. Ach so, also Halle W, ja? Mhm, Halle W. Dann ja. Et, englische Et. Ein englisches Et. Ja. Nicht das Deutsche? Das ist internationale, ja, ein Markt, das Sie für die Post haben, Et, ja? Ja. Mhm. Dann S. Wie jetzt? Ein S. Ein S, ja, ein S. Also habe ich jetzt auch das S gedrückt auf meiner Tastatur und was soll ich denn da als nächstes machen? Kommt dann da was Spezielles? S wie in Wort, ja, Speziale, ja, S, wie Sorgen, ja. Wie was? Wie in Wort Sorgen. Ja. Die erste S. Mhm. Und dann? Dann wie? Wie im Wort Wohnung. Dasselbe, das wir haben zuerst Holly. Also ein Holly wie? Ja, dann wie? Ja, jetzt geht es hier schon nicht mehr. Moment, das ist schon so lange als her. So, SW, ja?
Aha. SW, dann nach W haben Sie I, deutsche I, die Index, ja, wie Innen und so weiter. Ja. I, mit Punkte. Mhm. Dann Z, Z wie Zero, ja. Swiss mit Z. Ja, Swiss, ja, zwei Z, wie Swiss, zwei Z. Bei Z. Zwei Z. Mhm. Dann T, die Theta, ja, die erste Buchstabe im Wort Theta. P. Ja, ja, ja. Dann R. Ein R, ja. Ja, dann O. O wie Ordnung. O. Ein O, ja. Mhm, dann Punkt. Ein Punkt. Dann N. Ein N. Ja. Dann E. Wie E. E, 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 E. Ja. Und dann T. Wie teuer. T. T. Ja. Mhm. So, noch einmal. Hole Sie. Also ich gebe Ihnen dann den Code und Sie müssen mir den Code vorlesen, ja? Das ist eine E-Mail, dass Sie eine Antwort für mich. Was? Ich habe Ihnen einen Sicherheitscode geschickt. Den müssen Sie vorlesen. Ja, müssen Sie das machen jetzt? Ja. Mhm. Am Anfang können Sie das lesen. Na, ich habe Ihnen jetzt geschickt die E-Mail. Ja, okay, prüfe ich. Aber ich habe keine. So, können Sie noch einmal diese lesen, vorlesen, die Sie geschrieben haben? Na, ich habe das so geschrieben, wie Sie das gesagt haben. Ja, aber prüfen wir noch einmal. Deshalb, ich habe keine E-Mail auf meine Poste. Na, ja. Haben Sie bekommen? Ja. Mhm. Dann müssen Sie mir jetzt den Sicherheitscode vorlesen. So. Ja, diese haben wir. Mhm. Die Fragen, ja, haben Sie. Guten Tag, ich habe mir jetzt gerufen, ja? Ja, aber bitte? Sie müssen den Sicherheitscode vorlesen. Was muss ich vorlesen? Ja, den Sicherheitscode, den ich Ihnen geschickt habe. Sicherheit, ich geschickte alles jetzt, okay? Na, ich habe Ihnen einen Sicherheitscode geschickt. Da müssen Sie jetzt erstmal den Code vorlesen. Okay. 8, 8, 8. Ja? 7, 7. Mhm. 2, 7. Ja? Ja. Dann 8, 8. Ja. 9, 9. Ja. 7, 7, Entschuldigung, 6, 6, 6. Ja. 5. Ja. 4. Ja. 1. Ja. 2. Ja. 3. Ja. 6. Ja. 5. Ja. 6. Ja. 9. Ja. 8. Ja. 7. Ja. 4. Ja. 5. Ja. 8. Ja. 5. Ja. 6. Ja. Und 9. Ja, das stimmt. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt auf diese Antwort, ja, auf diese E-Mail. Sende ihr Passwort, ja, diese Account Login, das sie müssen benutzen, ja? Ja. So. Und die Link, ja, für die Depositieren, ja, dass sie und unsere Informationen über uns, ja. So, ja. Sie lesen alles. Entschuldigung, ja, Sie lesen alles. Ja. Aha. Mhm. Dann, wenn Sie die Bezahlung, ja, haben, wenn Sie diese Bezahlung haben, ja, ja, müssen Sie die Foto, ja, oder die Scan dieser Bezahlung für diese E-Mail aus mich senden. Und auch ein Dokument, ja, oder Foto oder Scan etwas, ja, das Sie für Ihre Persönlichkeit haben, ja, Passwort oder ID-Karte, dass wir Sicherheit, ja, für Sie machen,
für Ihre Account machen können. Ja. Okay? Ja. So, das muss ein Foto oder ein Scan für Ihre Persönlichkeit müssen, ja? Sollen. Ja. Zum Beispiel, so, alles, dass Sie nach dieser Bezahlung haben, diese Fotos, die der Persönlichkeit erste, dann die Bezahlung, dass Sie haben für unsere Plattform zweite, senden Sie auf die E-Mail, dass Sie geschickt jetzt haben. Okay? Ja. Dann prüfe ich alles. Ich rufe Sie an, ja, noch einmal. Und Sie haben Ihre Account und Ihre Konto aktiviert. Okay? Wie geht das? Und danach, ja, alle Dokumente, ja, alle Konfirmation habe, ja, der Bezahlung, die Persönlichkeit von Ihnen, müssen wir, ja, haben wir Ihre Account aktiviert. Und ich rufe Sie noch einmal an, dass Sie sicher sein, dass alles ist in und Sie können Ihr Konto auf Ihrem Account sehen, okay? Aber wollen Sie nicht so lange am Telefon bleiben? Ja, ich kann auf Telefon bleiben, wenn Sie alles simultanisch jetzt können haben, ja? So, ich stehe an dem Telefon, okay? Sie stellen sich ans Telefon. Ja. Ich stehe jetzt. Aber ich warte auf Ihre Bezahlung auch jetzt, ja? Weil ich am Telefon stehe. Wenn es bequem für Sie, ja? Diese simultanisch haben, Bezahlung und alles schicken, ja? Ich stehe am Telefon. Sie stehen am Telefon? Ja. Wenn Sie die Bezahlung und Ihre Persönlichkeit jetzt, ja, oder diese Minute oder diese Zeit senden. Wenn Sie haben diese Möglichkeit, ich stehe am Telefon, okay? Ja. Okay, warten Sie ein paar Minuten, ich sende für Sie die Link für die Bezahlung, okay? Und Sie bleiben am Telefon? Ja, ich bleibe am Telefon. Ja. Okay, warten Sie hier, okay? Ja. So, ich sende jetzt die Link auf die Bezahlung, okay? Ja. Okay, Moment mal. Warten Sie 50 Sekunden, okay? 50 ja. Sekunden. Okay, warten Sie. Hallo? Ja. So, jetzt sende er alle nötige, ja, für Sie. So, Moment mal. Alle Informationen für die Bezahlung, ja, für 100 Euro. So, Entschuldigung. Moment mal. Auf Ihre Brief, ja? So,
Sie müssen Bankname, ja, Bankadresse, Accountname, IBAN, haben Sie alles in dieser Antwort, ja, in dieser E-Mail. So, wenn Sie bezahlen das, senden Sie die Kopie, ja, oder Foto dieser Bezahlung auf dasselbe E-Mail, ja, und auch die Prüfung Ihrer Persönlichkeit, ja, dass Sie sind hier, dass das sind Sie, ja. Die ID-Karte oder etwas auf dasselbe E-Mail, okay? So, sende ich jetzt. Sie haben etwas Security. Können Sie etwas ausmachen? Deshalb kann ich nicht das senden. Hä? Was denn? So. Das ist die E-Mail, das die kann das. Entschuldigung. Ah, das ich kann nicht senden. So, ich habe die. So, Moment mal. Ah, Moment mal. So, Moment mal. Das ist für Sie. Das ist für Sie. Das ist für Sie. Sie haben diese Limite. Sie haben diese Limite. Ich weiß nicht warum, aber unknown identity. Unknown identity. Können Sie dasselbe, ja, als jenen haben, das Sie vorher haben. Machen. Deshalb kann ich nichts senden. Na, ich habe Ihnen doch schon eine E-Mail geschickt. Ihr Treiber, die verschicken, aber Sie haben keine eine Limite. Eine Limite, dass ich kann. Können Sie die Funktionen, ja, auf Ihrer E-Mail vielleicht ausmachen, ja, für ja. Die Sekuren? Können Sie das machen? Ja, ich weiß ja nicht, was ich da ausmachen soll, da ist nichts an. Aber ich kann nichts senden, schicken, ja? Ich kann Ihre E-Mail senden, ja? Aber ich kann nicht beantworten auf Ihre E-Mail beantworten. Also ist da was nicht kaputt? Nein, ist nicht kaputt. So, Sie, ich schreibe jetzt diese Information für Sie, ja? Ja. Und das geht nicht. Sie haben einige Limite auf der Poster, auf der Ihre E-Mail. Nee, da kommt alles ein. Habe ich für alles freigeschaltet. Kann nicht. So. Ah, das ist die Bankadresse IBAN, ja. FR76 1 7 4 1 1 8 3 0 3, diese IBAN und DIC. So, Sie haben diese Info at, ja, mdccfan.de, ja? Ja. Erkennen Sie. Moment mal. Ja. Ich prüfe Ihre E-Mail. Hallo. So, das ist das Finische. Okay, vielleicht ich sende Save. Ja, ich habe das gemacht. Haben Sie gesendet? Ja, ich habe gesendet. Also soll ich jetzt mal in mein Postfach gucken? Was? Also muss ich jetzt in mein Postfach gucken? Ja, Sie müssen jetzt bezahlen, diese Kopie, diese Foto auf mich senden, ja,
und ihre Foto der Persönlichkeit auf dasselbe E-Mail senden. Ja, yes, ich warte. Ich warte auf Ihnen. Ja. Mhm. Welche Zeit benutzen Sie, um alles auf alles zu machen? Für die Bezahlung und die Foto der Persönlichkeit. Welche Zeit benutzen Sie? Ich habe alles geschickt für Sie. Ist aber noch nicht angekommen. Was? Ist aber noch nicht angekommen. Noch einmal? Ist noch nicht angekommen. Sie haben das nicht bekommen? Nee, ist noch nicht da. Okay, noch einmal. Und jetzt? Da müssen wir nochmal warten. Warten Sie. Mhm. Jetzt müssen Sie das haben. Nee. Warum nee? Ich habe das gesendet. Er ist noch nicht da. So. Okay, versuche ich. Mhm. Und Ihre und diese E-Mail? Moment mal. Moment mal. Mhm. Und Sie, haben Sie Spam geprüft? Haben Sie Spam, die Folder Spam geprüft? Ja. Und Sie haben keine Briefe? Ist noch nicht da. Okay. Noch einmal ich mache. Ja. Ich mache das. Moment mal, wir haben technische Probleme. Ja. Moment mal, ja? Warte mich eine Sekunde auf, okay? Ja. Okay.
So, hören Sie mich? Ja. So, jetzt, deshalb, ich habe eine technische Probleme mit E-Mail. Ich sende jetzt auf andere E-Mail, ja, alle Informationen, ja. Ich sende jetzt, Sie beenden Sie nicht diesen Anruf, ja. Ich sende jetzt die Information. Ja. So, Moment mal. Und Sie haben alles darin, okay? Minute. Ja, okay, Minute. Entschuldigung, ja, für diese technischen Probleme. Ich weiß nicht, warum das geht heute. Entschuldigung. Moment mal. Ja. Moment mal. Und jetzt sind wir diese Information für die Bezahlung. So, Moment, zwei Sekunden. Jetzt haben Sie von Theresa, das wäre von Theresa geschickt. Muss ich mal gucken. Was? Ich sage, da muss ich mal gucken. Sie müssen das öffnen. Sie müssen das öffnen. Sie haben das. Ist noch nicht bekommen. Nicht bekommt und Spam. Prüfen Sie die Spam. Ja, da gucken wir auch nochmal. Haben Sie etwas in Spam? Nee. So, die E-Mail müssen auf Therese@swisspro.net bekommen. Therese. Ist nicht da. Das ist die Information für die Bezahlung, das ich von meiner Kollegin geschickt habe. Ja, ist aber nichts gekommen. Können Sie in dieser, wie heißt das, in diesem, Entschuldigung, prüfen, ja, die Browser erneuern, Ja. Ja, erneuern Sie die Browser. Okay. Erneuern Sie die Poste. Ja, haben Sie das gehabt? Da. Was? Ich sage, es ist noch nichts da. Und Sie haben keine, ja? Ja, ist nichts gekommen. Oh, das, okay. Ich schreibe noch einmal, ja, auf andere E-Mail. Ja. Moment mal. Okay. Und jetzt? Aktuell ist noch nichts angekommen. So. Und diese E-Mail auch? Moment mal. Ja, ich visualisiere nochmal. Jetzt ist was gekommen. Was? Etwas gekommen? Ja, da ist jetzt was gekommen. Oh, ja, das ist von Theresa at Swisspro. Haben ja, Sie das? Ja, aber das ist die falsche IBAN-Nummer. Die ist aus Frankreich. Falsche IBAN-Nummer? Ja, die ist aus Frankreich. So, das funktioniert, das sehen Sie, wenn Sie bezahlen wollen, ja? Ja, haben Sie da keine deutsche IBAN-Nummer? Das ist von anderer Adresse, ja? Das ist, dass wir diese Office haben. Das funktioniert, das können Sie bezahlen mit dieser IBAN, oder was? Ja, ich brauche eine deutsche IBAN-Nummer. Deutsche IBAN-Nummer benutzen Sie? Ja. Okay, ich frage jetzt an. Moment mal, ich frage jetzt, wenn Sie ja diese Möglichkeit haben. Okay? Ja. Okay. Moment mal.
Hallo? Ja. Hören Sie mich? Ja, so. Dann suchen Sie noch einen, das haben, ja, aber ohne Speise. Das IBAN, das Sie haben, ja, die Nummer. Aber prüfen Sie, dass Sie keine Speise haben, ja, dass Sie keine Space davor haben. Das ist richtig und diese IBAN ist geprüft. Ja, haben Sie da auch eine deutsche Bank? Das ist neu, ja, das ist, wir beginnen das in Futurum, aber jetzt haben wir noch diese. Das war ohne Kommission, ja, das war ohne diese Prozenten, die Sie können sicher haben, ja, sicher machen. So, Entschuldigung, hören Sie mich? Ja. Okay, versuche diese, ja, versuche diese machen. Mhm. Ja. Moment mal. Moment. Mhm. Das schicke ich auf dasselbe E-Mail, okay, auf Theresia, diese deutsche Einbahn, okay? Ja. Moment mal. Moment mal. Moment. Ja. So? So, Sie sind da, ja? Ja. So, jetzt wir senden Ihnen auch neuen Einband, ja? Mit den Daten. Mhm. Mhm. So, prüfen Sie das? Haben Sie? Nee. Ja? Nee, ist noch nicht da. Okay, auf andere. Sie haben das nicht, ja? Jetzt. Was? Oder? Nein? Nee, ist noch nicht da. Okay. Moment mal. Moment mal. So, und jetzt? Ist noch nichts da. Was? Was denn? Es gibt? Nee. Wir haben das geschickt. Ist noch nichts angekommen. Erneuern Sie noch einmal die Post, die E-Mail und die Browser.
Und prüfen die Spam, ja, die Folder Spam. Ah ja, jetzt ist was angekommen. Ja, sehr gut. Aber es ist auch keine deutsche, es ist immer noch Französisch. Das ist eine deutsche IBAN, das Sie steht ja vor. Hier, da, dorthin, dort, im E-Mail, im letzten E-Mail, Sie haben für Sie das zweimal kopiert. Das IBAN, ja, neue deutsche IBAN. Also dann ist die noch nicht angekommen. Aber Sie haben einige E-Mails, Sie haben gesagt. Ja, eine ist gekommen, aber da ist wieder Französisch drin. Aber das was? Da ist wieder Französisch drin. Was ist das, Französisch drin? Französisch. Französisch? Ja. So, Sie haben gesagt, dass die letzte, ja, die Volker IBAN, was falsch. Wir haben für Sie andere IBAN, ja, von anderen Office, von anderen Bank, dass Sie prüfen können. Können Sie prüfen jetzt mit dieser IBAN zu machen? Das ist ja immer noch Französisch, was ich jetzt hier habe. Ich habe ja noch keine deutsche bekommen. Das ist nicht Französisch, das ist andere. Ja, ich habe aber keine französische. Wir haben gesendet. Ja, andere. Also das ist noch nicht gekommen. Das ist nicht angekommen? Nee. Aber wir haben dasselbe geschickt, das wir vorher haben. Ja, aber ich kann ja nichts anderes sagen, als ich jetzt hier habe. Ich habe jetzt hier zwei französische IBAN-Nummern und einer gleich zweimal in einer E-Mail. Also wir haben noch diese. Das, wir haben keine Kommission. Sie müssen sicher sein, ja. Das ist, wir haben diese Office, ja. Und das ist kein Problem, das ist Französisch, ja, oder Englisch, das ist kein Problem, das ist wahr, ja. Wir haben unterschiedliche, ja, Agreements, ja, dass Sie keine Kommission bezahlen. Das ist sicher. So, versuchen mit dieser IBAN machen, mit erster, ja, vielleicht, oder die zweite, besser mit erster. Bezahlen. Das ist sicher. Sie müssen nicht ähnlich sein. Das ist normal, dass wir die Office dorthin haben. Ja, aber bis jetzt ist ja die Deutsche noch nicht da. Aber haben wir keine deutsche IBAN. Für diese Plattform haben wir nur diese. Verstehen Sie? Ihr schickt mir jetzt eine deutsche IBAN. Wir haben keine deutsche IBAN. Wir haben nur diese IBAN, ja? Nur aber diese gerade hast du doch gesagt, Sie haben noch eine andere verschickt. Ist doch aber die gleiche wieder. Was? Ja, Sie haben mir jetzt dreimal die gleiche IBAN-Nummer geschickt, aber keine deutsche. Das sind verschiedene. Das sind die E-Mails, dass wir haben keine deutsche IBAN. Wir haben nur diese. Wir ja, haben nur diese. Sie doch gesagt, Sie haben eine deutsche geschickt. Sie hören mir. Wir haben keine deutsche IBAN, nur diese. Nur diese können Sie bezahlen. Nur diese. Warum? Deshalb, das ist eine juridische Office und für uns, ja, für die Training, das ist bequemer. Und das ist so, die Profit ist mehr für Sie und für uns. Deshalb. Aber das ist eine Welt, ja, Unterwelt Trading. Das ist ja, aber ich kann die deutsche IBAN-Nummer überweisen. Aber wir haben keine deutsche. Vielleicht diese auch, ja, vielleicht diese auch. Moment mal. Aber warum bieten Sie da keine deutsche IBAN-Nummer an? Deshalb, wir haben diese juridische, ja, Agreement, Vorlage. Das geht so, das arbeitet in dieser Welle. Wir haben auch in Polska, ja, wie IBAN. Und ja, Französische. Damit die E davor. Welche?
Mit DE und dann die Nummer. Adresse mit D, was mit D? Ich verstehe nicht. Adresse, deutsche Adresse? Wie bitte? So, was, so, verstehen Sie nicht, weil, welche D, wo müssen Sie D haben, diese D? Na, eine DE-IBAN brauche ich ja. Oh, wir haben, ja, ich frage nach, aber so. Ja. Was? Ja, fragen Sie da mal nach, ich warte so lange. Okay, ich frage. Ja. Aber wenn Sie nicht suchen, nicht diese deutsche Adresse nicht suchen können, was machen wir? Können Sie mir diese französische bezahlen? Ja, erstmal fragen Sie mal nach der deutschen, dann gucken wir weiter. Okay, Frage an. Ja, fragen Sie da mal. Ich warte so lange. Und können Sie mit der Karte bezahlen? Das ist weniger, mit der Karte bezahlen. Können Sie das machen? Ja. Ja? Ja. Okay. Frage ich Sie auch. Ja, wie können Sie das machen? Mit der deutschen Karte, ja? Ja. Okay. Und welche Bank haben Sie, Entschuldigung? Das weiß ich nicht, aber ich brauche jetzt erstmal eine deutsche IBAN-Nummer von Ihnen. Aber wenn Sie haben, ja, diese Meier, wenn Sie mit der Bank zahlen, haben Sie diese IBAN, das er geschickt habe, ja? Ja, da brauche ich eine deutsche, genau. Wir haben keine deutsche IBAN. Na, Sie fragen können Sie mal Ihren Kollegen, der kann da mal vielleicht sagen, Sie brauchen da mal eine deutsche IBAN-Nummer. Das wird schon Okay. Können Sie auch mit der Karte bezahlen? Können Sie auch das? Na, fragen Sie mal nach der deutschen IBAN. Ich warte so lange. Okay, ich frage noch einmal. Ja. Moment mal. Ja. Moment mal. Ja. Alexa. Hallo? Ja. So, eine Frage. Haben Sie die Paysoft, ja, oder etwas wie Similar. Haben Sie etwas, ja, das die Karte, zum Beispiel internationale, ja? Oder wie etwas wie Paysoft, haben Sie? Was? Haben Sie Paysoft? Was ist denn das? Das ist ein System, wenn Sie die Geld können auf diese Konto, ja, senden, aber müssen Sie das mit Bitcoin haben, ja, oder etwas wie mit der Karte, ja, aber mit anderen,
Ja? Andere Welle. So, und können Sie erklären, warum können Sie nicht mit dieser IBAN bezahlen? Können Sie erklären? Was meinen Sie? Warum können Sie nicht mit dieser IBAN bezahlen? Warum? Wie meinen Sie das? Sie haben gesagt, dass Sie mit dieser IBAN bezahlen können nicht können. Warum? So, aber ich will nicht ins Ausland überweisen. Ausland überweisen? Ja, weil Ausland ist ja immer, da muss man ja aufpassen wegen dem Pfand. Haben Sie Allpay oder Visa oder Mastercard? Haben Sie das? Hallo? Ja, was meinen Sie? So, für diese Bezahlung zu machen, können Sie auch Visa oder Mastercard benutzen. Haben Sie diese? Was meinen Sie jetzt? Welche Karte meinen Sie jetzt? Also die mit dem wo die Farben drauf sind. So, Sie haben zum Beispiel, wenn Sie diese IBAN nicht benutzen können, Sie können auch Visa, die Karte, Visa oder Mastercard benutzen, für diese Bezahlung. Wenn Sie mit IBAN, mit französischer IBAN nicht bezahlen können. Verstehen Sie, ja? Nicht richtig, nee. Was? Nicht so richtig. Nicht was? Nicht so richtig. So. Warum können Sie nicht mit dieser IBAN bezahlen? Na, kann ich doch. Sie können, ja? Ja, ja. Okay. Hm. Haben Sie, nach Sie diese Bezahlung haben, senden Sie diese Foto auf die E-Mail, die Therese. Dass wir diese sehen können, dass wir diese Geld auf Ihre Konto, belangen können. Verstehen Sie? Nee. So, Sie haben diese IBAN, Sie haben diese Konto, Sie haben diese Information, Mit dem Wurstbrot ist, ja. Mit dem was? Mit dem Wurstbrot. Ja. Sie haben das. Und diese Account, zu beginnen, zu starten, müssen Sie, diese Bezahlung haben. Ja? Sie müssen diese Kopien der Bezahlung für mich auf die letzte E-Mail für mich und Prüfung der Persönlichkeit zu senden. Um unsere Account aktivieren. Ja. So, können Sie jetzt diese Bezahlung machen? Na, wie meinen Sie das jetzt mit der Bezahlung? Welche Bezahlung denn? 100 Euro, das Sie mit der Wire gehabt haben, auf Ihre E-Mail. Ja. Können Sie das machen jetzt? Moment, da muss ich kurz gucken. Was? Da muss ich kurz mal nachgucken. So, ich muss auf eine, so, nach 30 Minuten für Sie anrufen, dass Sie alles machen, oder was? Na, nee, wie lange telefonieren wir denn jetzt schon? Nicht schon was? Wie lange wir denn jetzt telefonieren? So, wenn Sie diese Bezahlung, machen, oder wenn Sie simultaneous können Sie das machen, kann ich warten. Aber ich muss wissen, wie viel muss ich warten. Ach so, das können wir doch jetzt machen, denn. Ja, so, ich stehe auf der Linie oder ich rufe Sie ein bisschen später. Nee, können wir doch jetzt machen. Okay. Wo wollen Sie denn hin? Okay, so, ich warte auf Ihnen, Warum? Wenn Sie,
Was? Worauf möchten Sie denn warten? Auf Ihre Bezahlung. Ich habe diese Information für Ihre Bezahlung, ja, für unsere Account, ja, geschickt. So, für diese E-Mail haben Sie die Information für die Bezahlung, für Depositieren, ja, für unsere Trading starten, auf unsere Account starten. Auf Ihrem Account? Was? Mit Ihrem Account. Mit welchem Account? Ja, Sie wollen ja da den Account denn haben, ja? Ja, so. Ja, Sie bezahlen das, wir haben Ihre Konfirmation der Persönlichkeit, ja, wir haben die Konfirmation für die Bezahlung und dann gehen Sie auf Ihr Account, ja, aktivieren Sie zusammen und Sie sehen, ja, und Sie können diese Trading starten, ja. Das System kann diese Trading starten. Verstehen Sie? Ja. Okay, so, ich warte auf Ihre Bezahlung jetzt, okay. Ja? Ja, dann mache ich das jetzt. Was? Ja. Und dann? Aber kann man das bei Ihnen einfach mit und Visa dann bezahlen? Dann, ja, danach, dass Sie bezahlen, ja, und Ihre Konfirmation auf die letzte Mail für Sie senden, ja, so, rufe Sie noch einmal oder warte auf Ihnen, ja, stehe auf. Ich kann nur an der Leitung warten. Ja, ich warte auf Ihnen. Ja, warten wir noch ein bisschen. Macht mal durch den Spaß. Wie viel? Was? Na, ein bisschen. Viel? Na, ein bisschen. Entschuldigung. Was denn? Dann, wenn Sie diese Bezahlung machen, ja, und diese Konfirmation für mir senden, ja, für na, diese wir können E-Mail. Warten, ja. Wir können da so lange warten, das ist richtig. Wie viel muss ich warten, Entschuldigung? Na, bis wir fertig sind. Bis so? Bis wir fertig sind. Aber sind Sie fertig? Ja. Sie haben... Okay, Sie haben das gezahlt oder was? Na, bestimmt. Okay, so, Sie haben das geschickt, diese Bezahlung auf die E-Mail? Ja. Okay, ich prüfe jetzt. Moment mal. Mal gucken mal, ja. Moment mal, ich prüfe das. So, Sie haben 100, ja, bezahlt. 100 ja, Euro. Ja. Okay, ich prüfe. Moment mal, ich prüfe das. Ja, warten ein bisschen. Und die Prüfung Ihrer Persönlichkeit haben Sie geschickt? Was denn? Was meinen Sie? Zum Beispiel, Sie haben ID, ja, Karte oder die Lizenz von der Führerschein, ja? Etwas, das wir können Ihre Persönlichkeit sehen. Also wegen der Bratwurst meinen Sie jetzt? Oder was Sie da jetzt? Was zum Beispiel? Ich habe jetzt nicht ganz genau verstanden, was Sie sagten. Meinen Sie das jetzt mit den Bratwürsten oder? Nein, zum Beispiel Ihre Passe, ja, Ihr Passe oder Ihr Führerschein, die Kopie oder die Foto, dass wir sehen, dass Information, ja, dass Sie, ja, diese Bezahlung selbstständig gemacht haben, dass Sie haben das gehabt. Wir benutzen auch Ihre Konfirmation der Persönlichkeit, dass Sie diese Bezahlung ja für uns selbstständig gemacht und das ist ja sicher, das ist nicht andere Person, das sind Sie. Also ich. Was? Ich denn. Also wo müssen Sie senden das? Na, dann habe ich es jetzt nicht verstanden. So, Sie müssen auch Ihre Kopie, ja, oder Ihre besser Foto der Persönlichkeit für dasselbe E-Mail jetzt senden. Um wir alles sehen, dass das ist sicher, ja, und dass Sie haben diese Bezahlung, ja, für uns selbstständig gemacht. Das ist ihre, ja, ihre Bezahlung und das ist ihre Information, ihre Name, ja, ihr Vorname.
Verstehen Sie? Das klingt aber schön. Was ist hier denn, meine Schnecke? Hallo? Ja. Hallo? Hallo. Hallo, ist das Karu? Hallo, Karu? Hallo? Ja. Ja, wo ist Karu? Ich habe mit Karu gesprochen. Jetzt. Hallo? Was? Ich habe dich verarscht. Sie haben was? Ich habe dich verarscht. So, ich habe mit Karl gesprochen. Auf unserer Plattform. Ja. Er hat die Konto ja bezahlt, auf diese Account zu aktivieren. Oh. Und jetzt benutzen wir auch Konfirmation. Ja, Sie hören mir. So, jetzt benutzen wir die Konfirmation, Persönlichkeit, ja. Das ist die Person, für die ich gesprochen habe, ja. Was kann ich da denn werden? Entschuldigung? Wie reich kann ich da denn werden? Wer spricht jetzt? Ich verstehe nicht. Reichtum. Wer spricht jetzt? Ich will mit Karl Stoffel sprechen. Ja. So, was? Ja. Wer sind Sie? Wer ist Karl? Ich stelle durch. So. Okay. Ja, guten Tag. Ja, Karl. Ja. Na, wer spricht mit mir jetzt? Alexa habe ich mit Ihnen sprechen lassen. Ah, so, Sie haben ein Spielglas? Was? Sie haben für mich eine Spielglas? Eine was? Ein Spielglas. Ein Ansteckglas? Ja, Sie haben das Glas für mich. So, verstehen Sie für welche Persönlichkeit? Ja? Stellen Sie sich mal vor, Sie haben in eine Tüte gekackert. Ja, also so in eine Tüte, so richtig flüssig. Jetzt machen Sie oben auf. Und dann hauen Sie da mal mit der flachen Hand rein. Verstehe. Was? Das habe ich mir gedacht, dass du das verstanden hast. So, zum Beispiel. Was denn? So, wir haben keine Konfirmation der Bezahlung. Ja, doch, das kann man so machen mit der Bezahlung. So, Sie haben gemacht das. Ich beam das rüber, Scotty. Sie sind was? Was? Sie sind was? Nee, ich beam das rüber. Warum? Na, weil Sie wollen doch das haben, oder nicht? Ich habe keine Konfirmation der Bezahlung auf meine E-Mail. Sie wollen das Geld nicht. Was? Soll ich jetzt nicht überweisen? Warum? Da weiß ich ja nicht. Sie wollen es doch nicht, oder doch? Was wollen wir? Na, wollen Sie jetzt das Geld oder nicht? Ja, ich will. Ja. Ja. Aber dann müssen Sie aber höflich bitte sagen. Können Sie wiederholen? Dann müssen Sie aber höflich bitte sagen. Aber wir haben keine Konfirmation für die Bezahlung auf unsere E-Mail. Oh. Wir haben keine. Warum das nicht? Und wo haben Sie geschickt? Wo haben Na, Sie das? Was meinen Sie jetzt? So. Sie haben eine Bezahlung für uns geschickt, oder nein? Habe ich mit der Brieftaube fertig gemacht, ja. Das sollte denn so die nächsten 50 Jahre ankommen. Mit einem Hubschrauber. Wird oben rausgeschmissen einfach denn. Oder wie meinen Sie das jetzt genau? Also,
stehen richtig, wissen Sie? Ich warte. So, Sie haben gesagt, dass Sie diese Bezahlung für unsere Plattform haben können, ja? Können. Und wenn wir die Prüfung, und wenn wir die E-Mail geprüft, ja, wir sehen, dass wir keine Bezahlung auf unsere E-Mail haben. Warum nicht? An welche E-Mail haben Sie das geschickt? Du bist eine Betrügerin und ich habe deine Zeit gestohlen. Hallo? Du bist eine Betrügerin und ich habe deine Zeit gestohlen. Hallo? Junge Dame? Ja, hallo? Ja. Und welche E-Mail haben Sie diese Bezahlung geschickt? Hier von Swiss Pro hat mich jetzt hier einer angeschrieben, ein Karl. Karl von Swiss Pro. Resel. Aha, ja, aber Sie haben das. Aber haben Sie gezahlt? Haben Sie bezahlt das? Ja, natürlich. Und an welche E-Mail haben Sie geschickt? Auf Therese? Nee. Auf welche E-Mail? Da muss ich mal gucken, warten Sie. Muss ich was machen? So, habe ich geschickt an, Moment. Ach, das sieht man hier wieder nicht. Moment, Details. Ach, das ist doch hier alles Kacke. So, das habe ich geschickt an. An welche E-Mail? An robert.habeck@swisspro.net. Aber wir haben Robert Habeck hat mir geschrieben von Swiss Pro, ja? Robert. Robert Habeck. Robert Habeck? Von Swiss Pro, ja. Können Sie das auf meine E-Mail, auf erste E-Mail, die Holly D, ja, geschicken? Die erste, dass Sie erstmal geschickt haben. Also soll ich Ihnen antworten auf Ihre E-Mail-Adresse? Aber hollyd@swisspro.net, auf diese E-Mail, schicken Sie das. Warten Sie, da muss ich kurz. Aber Sie sind sich da sicher, ja? Ja, ich sehe, das ist sicher, das ist meine E-Mail, ja? Oder auf Therese@bitfront.net. Ja. Auf Therese haben Sie geschickt? Nee. Auf Holiday, ja? Ja, bei Holiday Check. Holiday Swiss Pro. Holiday Check. Welche? Bei Holiday Check. Holiday Check 98. Hat hier geschrieben. Die schreiben, die Butter ist alle. Wir sehen das nicht. Können Sie auf die E-Mail holiday@swisspro.net geschicken? Ja, das kann ich machen, aber natürlich, mein Schatz. Okay. Ja. Sie haben das geschickt? Ich bin noch dabei. Ich muss mir gerade was Schönes ausdenken. Verstehe ich Sie nicht. So, Moment. So. Habe ich gesendet? Noch nicht. Noch, habe ich gemacht. Bei Paulana aus dem Holiday, ja? Holiday? Ja. So, ich habe keine. Warum? Soll ich nochmal? So. Und können Sie auf Therese hier? Also manchmal ist ja, wenn da mal die Butter ausgelaufen ist. Wissen Sie, wie das aussieht? Wann laufen? Die Butter. Nein, das ist nicht ihr. Nein. Wurzelzwerg.
So, wir haben zwei, wir haben eine, ja, E-Mail, oh. Das ist die Therese hier. Haben ja, Sie jetzt alles bekommen? Ah, yes, yes. Ja, 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 ja. Aber wir haben eine, können Sie die Foto? Die Hab Foto. Ich weitergeleitet, die Foto. Aber ich Foto weitergeleitet, damit kommt an, damit man hier wegen Bob der Baumeister. Vielleicht können Sie mit ein Handy das machen, ja, das Foto machen. Deshalb Sie haben die oder mit Scan, ja, mit dem PDF-File das senden. Auf Therese, ja, hier. Deshalb, wir sehen nur eine unbewohnte, ja, Dokumente, nur die Ziffer, und das ist nicht normal, ja, Inhalt. Senden Sie mit der Hilfe des PDF, ja, diese Bezahlung. Ja, ja. Also, ich habe noch mal alles fertig gemacht hier, oft. Okay. Nein, ja, ah, doch, jetzt? Ja, 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 ja. So, das ist, kann ich wieder zurück das senden, ja, dass Sie können sehen, also Notizen, ja, dass Sie gehabt. Das ist nicht normal. Wir sehen nur die Ziffer, ja, wir sehen nur die Ziffer. Und das ist wie HTML. Also Sie haben jetzt das Flugzeug bekommen, ja? Das ist, nein. Das Scheck haben wir nicht auf Therese bekommen. Ist nicht da. Und wo ist der Check? Was? Und wo ist der Check der Bezahlung? Na, ich habe das in eine E-Mail gemacht jetzt. Ich habe das hier in einen virtuellen Umschlag gepackt und weggeschickt. Aber das ist wie ein HTML-File. Ja. 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 Aber wir benutzen die Bezahlung, ja, dass Sie mit der Wire haben. Wenn Sie bezahlen etwas, die Foto, ja, oder die Scan. Wenn nicht, dann fangen wir einfach nochmal von ganz vorne an. Aber Sie, was sehen Sie, wir sehen, wie so, wie nicht eine Bezahlung, ja, wenn Sie etwas kaufen, ja, wenn Sie etwas bezahlen, ja, ja, haben Sie Check, ja, und wir sehen, wie ein Dokument, ein HTML, die Coding, Entschuldigung, ja, das ist Foto, können Sie Foto machen? Foto? Foto, ja, Foto der Check. Sie können gerne Foto machen, ja. Okay, Scan, ein PDF-File, ein Scan. Ein Scan? Ja. Oh. Oder da, ja, oder PDF-File. Ja, ja. Also, dann gucke ich da jetzt nochmal, wie das mit dem, Sie sagten, mit dem Schmetterling, ja? Ja, das ist nicht normal jetzt. Ich warte. Ja? Nicht noch? Naja. Aber wie lange dauert es sonst so? Entschuldigung? Wie lange dauert es sonst so? Wie lange arbeite ich, ja? Ja, meinetwegen auch das. Gehören wir noch die Zeit ein bisschen rumgeklatscht. So. Sie verstehen, wie sieht die, ja, die Receipt, ja, wie sieht die Check, wenn Sie bezahlen etwas. Wie lange telefonieren wir jetzt eigentlich schon? Englisch? Nee, wie lange wir schon telefonieren. Aber das ist nie so wichtig. Wir müssen, ja. Ja, aber interessiert mich mal. Sehen Sie auf Ihrem Display, wie lange die Verbindung schon steht? Ich kann mit Ihnen bis 4 Uhr, ja, bis 5, ja, telefonieren. Das ist kein Problem. Nee, ja, die Frage war, wie lange wir jetzt schon telefonieren. Also, ich weiß nicht, vielleicht eine Uhr, vielleicht mehr. Eine was? Vielleicht mehr wie eine Uhr, vielleicht. Eine Uhr? Aha. Vielleicht. So, verstehen Sie, dass Sie diese Check, ja, für die Bezahlung haben?
müssen. Ja, für das IBAN, wenn Sie etwas bezahlen, haben Sie Check. Ja. Verstehen Sie, wie, verstehen Sie? So ein bisschen, was? Ja. Ja, um das geht. Ja, um das geht. Sie müssen die Foto, dieses Dokument für diese E-Mail Therese@swisspro.net ja. senden. Ja, nicht HTML-File, nicht das. Ja. Aber Physiker, ja, Physiker. Ja. Ja. Mhm. Ja, ja. Können Sie jetzt das machen? Was denn? Können Sie jetzt machen, das senden auf die E-Mail? Ja, 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 klar, natürlich. Okay, ich warte. Ja. Foto oder Scan. Der Physiker-Check, diese Bezahlung, das die ja, 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 ja. Hm? Mhm. Ein harter Arbeitstag war. Was? Welche E-Mail? Tag war. Therese, ja? Ja. Die letzte E-Mail. Mhm. Theresa hier, Theresa da, Theresa überall. Ja, Physiker, Kopien, Physiker. Ja, ja, Physiker, das Sie in der Hände halten. In die Check. Was? Dass Sie können in der Hände halten oder sehen, wie PDF-File, ja, oder wie Foto, ja, oder die. In der Hände halten. Und das müssen Sie auf mich verschicken. Verschicken? Ja, auf diese Mail, Therese hier, Swisspro.net. Ja. Nicht HTML-File, nicht das. Ja, ja. Ja, ja, Physiker-Kopien oder PDF-File. PDF-File. Ja, ja, ja. Diese Bezahlung, Ihre Bezahlung. Ja. So, wir haben noch keine. Bin ich gerade dabei. Entschuldigung? Bin gleich fertig. Sicher, ich schlaf. Ich sage jetzt gleich fertig. Komm mal ab, bitte. Nein, noch. Auf Therese, ja? @swisspro.net. Ja, Moment, ich habe hier ein schmieriges Problem. Welche Probleme? Hab's abgeleckt, ist weg. Ah, so wie Foto machen, ja? Ja, ja, Moment. Ah, okay. Okay. Ich muss, um den Knopf zu treffen auf meinem Telefon, muss ich jemanden. Ah, treffen. Ja, ich warte. Ich muss da mal einen Finger aus dem Fenster halten, damit das Foto was wird. So, wegen den Bedingungen. Also, Sie machen das ganz prima. Sorry, Entschuldigung? Sache, Sie machen das ganz prima. Man merkt, Sie haben das was? Ja, schon gut. War nicht wichtig. Okay. Ja. Hatte so. Jetzt keine höhere Transparenz oder Tendenz oder wie man das auch immer so fachlich richtig ausschwafelt. Ja, das ist ein Foto. Können Sie auf mich schicken, auf uns schicken, auf diese Therese hier? Therese hier, @swisspro.net. Was? Können Sie jetzt diese Dokumente schicken? Diese, da bin ich dabei. Ja? Ist schon fast warm. Entschuldigung? Ist warm. Auf Therese hier, @swisspro.net. Ja. Die letzte E-Mail. Therese, richtig, die Therese. Theresa ja, haben wir seit ja. über eine Stunde am Telefon. Nee, ach, sind ja schon zwei. Zwei Stunden haben wir schon rum. Es ist 119 Minuten. Sind nach meiner fachkompetenten Rechnung 60 Sekunden weniger als zwei Stunden. Diese Zeit, Sie haben gesagt, für was? Na, wir telefonieren schon. 120 ja. Minuten. Ah, Entschuldigung. So, welche Zeit kann ich löschen? Nee, ich hab sie doch am Telefon. Ich hab, nur zusammengefasst, wie lange ich sie schon am Telefon halte. Vielleicht nur eine Uhr oder eine Uhr und mehr. Nee, zwei Uhren. Das ist meine Arbeit. Das ist ja. nicht so. Aber das ist normal.
Das ist normal. Wir müssen das haben. Wir müssen das beenden. Telefonieren Sie immer 2 Stunden? Ja, kann ich das machen, wenn es notwendig für die Arbeit. Oho. Na ja. Gut, aber... Wir haben uns ja jetzt eigentlich nur 2 Stunden privat unterhalten. Ich mag meine Arbeit. So, beenden wir mit dieser Bezahlung, ja? Ja, ja, bitte? Ich bezahle das gleich. Mhm. Okay, warte ich. Ja, ich auch. Also Sie machen das prima. Mhm. Ja. Aber ich krieg gleich Besuch, ja. Nach 2 Stunden hat er noch keine Sau mit gerechnet. Entschuldigung? Mhm, ja. Gute Essen? Ja, ich hab grad den Mund voll. Entschuldigung? Ja, ich hab den Mund voll. Haben Sie... So, Sie haben das Foto gemacht. Ja, klar, natürlich. Ja, aber ich sehe keine E-Mail mit dieser Foto. Warum nicht? Aber Sie haben geschickt? Ja. Jetzt, ja? Ja. Okay, warte. Habe ich keine. Auf Therese hier, ja? Auf Therese hier, Südsonner. Sie haben das geschickt? Ja. Ich sehe nicht diese Foto. Also ich habe es ein paar Mal geschickt. 2 Mal geschickt. Ja, oder 5 Mal. Bis ich Foto, ja? Was? Wie? Existiert nicht? Doch. Ja? Oder ja. Nicht? So. Sie haben die E-Mail, das existiert nicht? Was? Doch. Oh. So, Sie haben jetzt geschickt diese Dokumente, diese, diese Check, ja, die Foto, oder ja, nicht? Ja, klar, natürlich. Wollten Sie doch haben. Und das ist so getan, als hätte ich Ihnen das geschickt. Auf Therese Swiss Pro. Ja, ja. Dann ja? Dort haben wir ihn geschickt, ja. Spam. Aber ich habe... Vielleicht ist es in Ihrem Spam-Ordner. Ja, ich prüfe, aber... Ja. Moment. Mal. Was mit der Technik heute? Wir haben keine im Spam. Beim Sparen haben Sie jetzt keine. Überall haben wir keine E-Mail von dieser von Ihnen. Das ist nicht im Spam, das ist nicht. Können Sie auch auf diese so, Therese? Und welcher Titel hat diese E-Mail? Welcher Titel? Welcher Name? Na, also Sie meinen jetzt die E-Mail mit dem der Check, die Bezahlung. Das Bild, die, ja. Da hat RE Swiss Pro. Also die Titel, ja? Ja, den Titel, ja. Martin Pankrak? Ja. So, Entschuldigung, und warum fuck off? Was? Warum fuck off, Entschuldigung? Hä? Nee, das habe ich nicht geschrieben. Sind Sie sicher, ja, dass Sie haben das nicht geschrieben? Okay, ja, so, Martin Pankrak, ja? Nee, Mobil? Das bin ich ja nicht. Das ist ja wer anders. Das ist ja ein anderer Mann. So. Oh, Entschuldigung. Apple Egyptologist, Alice, diese? Aber das ist keine Bezahlung, Entschuldigung. Das ist die linke. Das ist deine Zeit verschwendet. Ich weiß, dass du ein Betrüger bist und dass du kriminell arbeitest. Geh vernünftig arbeiten. Hallo?
Guten Tag, junge Frau. Ich möchte Ihnen freudig mitteilen. Ja. Hallo, Karl. Hallo, Karl. Ja, wir sehen nicht diese Link, ist wie verschiedene Texte. Ja, verschiedene Texte. Ich weiß, keine dass du ein Betrüger bist und dass du kriminell arbeitest. Guten Tag, junge Frau. Ich möchte Ihnen freudig mitteilen, dass ich deine Zeit verschwendet habe. Ich weiß, dass du ein Betrüger bist und dass du kriminell arbeitest. Hallo? Hallo? Ja? Ja, so, Sie haben geschickt etwas nicht normal. Sie haben diese Texte, ja? Die File, die HTML, aber wir haben keine Foto der Bezahlung. Ich möchte Ihnen freudig mitteilen, dass ich deine Zeit verschwendet habe. Ich weiß, dass du ein Betrüger bist und dass du kriminell arbeitest. Geh vernünftig arbeiten. Ja? Ja, Sie haben das geschickt. Wir sehen nur einen Text mit wie HTML. Also unintelligent kann man doch eigentlich auch nicht sein, oder? Was? Ich sage so unintelligent. Geht doch schon nicht mehr. Sie müssen eine Foto der Bezahlung zunächst senden. Eine Foto. Ja. Und wir haben keine Foto. Oh. Das ist aber schade. Aber geben Sie eine Person, das Ihnen helfen kann. Was? Haben Sie eine Person, das Ihnen helfen können? Ja. Kann sie helfen oder helfen und zu Ihnen jetzt kommen? Betrüger. Hallo? Betrüger. Wer ist das? Wer denn? Das ist Ihre Frau oder wer? Was? So, diese Person, der Sie hilft. Hallo? Betrüger. Karl, verstehen Sie diese? Verstehen Sie, was er für Ihnen warte? Ich warte diese Bezahlung. Diese Bezahlung müssen Sie wie ein Foto senden. Zum Beispiel. Hallo? Ja. Verstehen Sie, wie sieht aus? Betrüger. Hallo? Ja? Verstehen Papa, Sie, wie... Wer ist denn das da immer am Telefon? Kennen Sie die Frau? Was Telefon machen? Na, wer ist denn die Frau da im Telefon, die andere? Nein, ich bin dasselbe. Ich bin dasselbe Holy Wein, das er mit Ihnen gesprochen. Ja, aber da war doch eine Frau gerade dran, eine andere. Deshalb wir benutzen spezielle System, dass sie automatisch ruft an und sie sparen keine Geld für diesen Anruf. Ja. So, verstehen Sie, wie sieht aus eine Bezahlung, wenn Sie für Gas bezahlen oder für etwas? Wir checken. Ja, wir checken, wenn Sie Transaktion haben, wir sehen diese Check, ja? Ja. Richtig. So, dasselbe Check benutzen wir jetzt auf Ihrer E-Mail, auf die Therese hier. Wer bist du? Ist Prochum. Wer bist du? Hallo? Ja? Können Sie... Dass diese Check, diese Bezahlung, diese E-Mail senden. Was denn? Können Sie auf diese E-Mail diese Bezahlung senden? Wie meinen Sie das jetzt genau? Entschuldigung? Ja. Können Sie wiederholen? Was denn?
Die letzte Phrase, die letzte Sätze. So, Sie haben ein Foto, dieser Check. Sie haben. Wie kann ich dir denn behilflich sein? Wie kann ich dir denn behilflich sein? Maria? Hallo. 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 Karl? Hallo. Guten Tag, mein Kind. Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Spreche ich gerade mit der Herr Robert? Nee, mit dem Herrn Habeck. Sind Sie der Herr Habeck, ja? Ja. Okay, schön, Sie am Apparat zu haben. Mein Name ist Marco Janssen und ich rufe Sie gerade an von Düsseldorf, von Börse Düsseldorf. Ja, hören Sie mich? Nee. Wieso denn? Hallo, du Arschloch. Arschloch, hören Sie mich? Was für ein Arschloch bist du? Zuckerstange. Was bist du? Bist du ein Fisch oder was? Nein, eine Brotbüchse. Bist du heute gefickt vielleicht so mit dem anderen Mann oder was? Vom Weihnachtsmann? Nee. So mit einem anderen Arschloch meine ich. Oh. So, bestimmt bist du ein Arschloch, oder? Oh. Was machst du so, Mann? Ich möchte das nicht. Aber du bist so sehr komisch, Mann. Ein komisch? Oh. Ja, natürlich, du bist ein komischer Mann. Ein komisch? Oh. Wie alt bist du denn? Weiß ich nicht. Wissen Sie es? Nee. Hab ich vergessen. Wieso? Oh, Mann. Bist du verrückt oder behindert? Was bist du? Oh, was machen Sachen, Bruder? Ich hab kleine Bienchen, die kann man streicheln. Eine Bienchen? Musst du jetzt so in die Toilette gehen, oder was? Hm? Mann, so, Herr Habeck. Ja, bitte. Bestimmt, Sie haben nie in Ihrem Leben so gefickt. Deswegen bist du so behindert. Ein komischer Mann, okay? Weil, nur ein komischer Mann mag so wie du. Ja? Ja, natürlich. Nicht schlimm. Wie nicht schlimm? Nicht du Arschloch. Wie nicht schlimm? Dankeschön. Das ist so sehr... Gerne. Bitte. Wie alt bist du? Sagen Sie mir Bescheid. Hm? Ich mag Bienchen. Ein kleines Zauberbienchen. Bienchen und die Zuckerfabrik. Hey Bienchen ho, Bienchen, hey Bienchen ho. Hey Bienchen, go, go, go. Kuckuck, da ist er ja wieder. Das hast du heute gekriegt? Hallo. Ja. Hallo. Ich bin noch da. Arschloch, hören Sie mich? Nee. Warum? Was? Oder weil Banane ist krumm. Weil Banane ist gerade, dann bist du gefickt, du verdammter Arschloch. Ja. Geh mal weg. Oh. Du Hurensohn. Ja? Eine deutsche Penner. Du bist eine deutsche Penner. Und was bist du? Ich? Ja. Ich bin so ein normales Mensch, Mann. Ja, wo kommst du denn her? Nicht so wie du, ein verrückter Mann, ein komischer Mann, ein Arschloch-Mann. Du ja. Bist alles. Ja, und wo kommst du her? Das sage ich Ihnen nicht, weil was du ein verrückter Mann bist. Haben Sie die dummen Deutschen abzocken? Weil du ein verrückter Mann bist, ne? Deswegen sage ich Ihnen nicht. Ach so. Du, eine deutsche Penner, geh mal so im Bahnhof schlafen, Mann.
Im Bahnhof? Nee, das ist doch. Ja, natürlich. Da hab, ich hab also, der Bahnhof ist für dich, Mann. Ich hab eine Matratze von der 1.de bestellt. Musst du. 599 Euro. Ohne Besucherritze. Musst du so im Bahnhof schlafen? Ich dachte vorher immer, das muss 1.000 Euro kosten oder mehr, aber muss ja gar nicht. Ich bezahle das für dich. Ja? Okay, ja. Das ich gerne und, an. Ich nehme immer gerne was umsonst. Und kannst du heute gerne so im Puff gehen? Nee, ich werde so für dich so 50 Euro bezahlen. Nee, du ein komischer Mann. Keine Puffe bei uns in der Stadt. Das gibt's hier nicht. Die sind alle pleite gegangen bei Corona. Kannst du nicht mehr hören bei uns. Ist alles zu. Also, ich hab so keine Zeit, okay, mit denen so zu verlieren. Weil du ein komischer Mann bist, ne? Wenn du ein normales so Mensch bist, ne? Dann sprichst du so normal, so wie ich. Geh mal sterben, Mann. Das wie macht die Kuh? So wie deine Mutter macht die und Kuh. Und wie macht eine kleine Kuh? Müh. Oder wie deine Tochter. Müh. Hast du einen Tochter? Müh. Ich werde dann zu deinem Tochter so gerne ficken. Müh. Ja. Ja. Auf jeden Fall, warum nicht? Auf jeden Fall. Ja. Ich werde gerne dann zu deinem Tochter ficken. Aber meine du, Tochter, einen höheren Sohn. Meine Tochter hat Down-Syndrom. Wo ist deine Tochter? Im Bett? Nee, die hat Down-Syndrom. Okay, dann zu deiner Mutter, deine Frau. Ja, die geht. Die hat kein Down-Syndrom. Dein Cousin dann? Ja. Die Hochzeitsliste, Mann. Ja. Ja, natürlich. Ich werde gerne deine Hochzeitsliste ficken. Okay. Du, einen höheren Sohn. Ja, also wenn du meine Hochzeitsliste ficken willst, ja, dann hast du da etwa 55 Schwule drauf. Dann hast du dir ja was vorgenommen. Die Schwule sind nur für dich. Ja, für mich sind nur die Frauen, Mann. Ja, aber da waren doch keine Frauen bei meiner Hochzeit. Da, es gibt Mensch. Auf... Da scheint wohl einer auf ein kleines Schiff. Es gibt definitiv auf deiner Hochzeitsliste so viele Frauen, Mann. Nee, da gab's keine Frauen. Doch, definitiv, es gibt. Da war nur meine Mutti und die ist schon schrumpelig. Okay, dein Mutter dann. Ja. Gerne. Wenn du auf schrumpelige Frauen stehst. Und wie viele so Schwule gibt auf deiner Hochzeitsliste? Ne, nur. War ja eine Schwulenhochzeit. Es gibt nur eine. Ich hoffe, das ist eine Hochzeit. Du Hörensohn, ich werde deine Hochzeitskiste schicken, du verdammter Arschloch. Welchen Rucksack? Dein Tochter, deine Mutter, deine Hochzeitsliste, alles. Für die Hochzeitsliste. Ja, aber wie gesagt, auf der Hochzeitsliste findest du ein paar Schwule. Das. Oh ja, du bist eine verdammte Arschloch, ich höre es dir, du bist so Maniak, Mann. Ja? Ja, ja. Mhm. Hast du Mosella gehört, Maniak? Was für ein Ding? Was ist denn das? Hast du ein Lied auf Deutsch gehört, Maniak? Nee, was denn das? Nee, du bist ein Maniak, Mann. Und was ist ein Maniak, Mann? Maniak ist so deine Mutter. Ach so. Ja, natürlich. Darf ich so heute Abend so deine Tochter zu ficken? Aber deine Tochter sollte so vorbereitet so für mich sein. Sondern fick ich ihn nicht. Ich hab ja gar keine Tochter. Doch. Nee. Hast du schon. Ja. Definitiv hast du. Oh, dann kann ich definitiv hast vielleicht du schon einen Tochter, Mann. Ja, vielleicht kannst und du ich werde... mir vorstellen. Ich kenn die nicht. Wo hast denn die nee, nee, versteh ich ihn nicht. Versteh ich ihn nicht, weil du ein Arschloch bist, ne, deswegen. Jo, das ist nicht schlimm. Das höre ich öfter. Ah, das ist so nicht schlimm für dich, aber für mich ist so sehr, sehr schlimm, Mann. Oh, Mitleid. Ja, doch. Oh. Hast du vielleicht so heute so einen Mann so gefunden, damit sie ficken könnte? Nö, der liegt noch im Bett, 12.30 Uhr. Und was machst du gerade im Bett? Home of Scampel, da kommst du ja nicht mehr aus dem Mupfel raus. Da habe ich den ganzen Tag nur... Spielst du gerade so mit ihrem Schwanz oder was? Nee, jetzt gerade nicht.
Du bist schon fertig. Bist du schon fertig? Ja, ja, Banane haben wir schon geschält. Und du? Nicht immer das Mikrofon ausmachen. Ich meine, nur mit den Frauen und so mit deinem Tochter. Ja. Nicht mit Männern. Die sind nicht für mich. Für also mich irgendwie sind nur die Fleck Frauen. Von Dennis Wilson. Das kann sein. Bist du ein Sohn von Dennis Wilson oder irgendwie sowas? Das hört sich so an. Kennst du Dennis Wilson? Du sagst aber nicht. Also, wiederhole nochmal. Ja, ob du Dennis Wilson kennst. Also, kenn ich nicht. Nee, schade. Ja, aber ja, schade für dich, aber nicht für mich. Du hast den gleichen Slang wie Dennis Wilson. Also, du Hörensohn. Ja. Sohn einer Freudenhausangestellten. Hast du vielleicht deine Mutter so in der Nähe? Sag mal, Sohn einer Freudenhausangestellten. Du hast doch, hören Sie mich. Ich höre nichts, nee. Okay. Ja, okay. Darf ich Ihnen so heute Nachmittag ficken? Du kannst ja heute Nachmittag nochmal anrufen. Aber ich wollte Ihnen so gerne ficken. Nee, da bin Wieso, Mann? Bist du voll so mit Schwanz oder was? Was? Nee. Bist du satt so vielleicht mit Schwanz? Ja, oder? Ich bin heute satt mit Schwanz, ganz genau. Aber man das auch sagen. Heute so bestimmt, so bist du gefickt, so mit einem Mann, oder? Hm? Ja, schon fertig. Und wie lange dauert so Sex mit ihnen zu machen? 2-3 Stunden, 4 Stunden? Kommt drauf an, ja, kann auch mal, ja. Wie lange so normalerweise? So über 2 Stunden, oder? Das kommt nochmal drauf an, ob das jetzt gerade bei H&M eine Umkleidekabine ist, dann hielt es auch mal in 10 Minuten. Ansonsten, ja, hielt es auch schon länger, ne? Ich meine, wir haben ja gerade so eine neue Schaukel an der Decke. Da kann man schön schaukeln. Und manchmal kann man da auch. Vielleicht kommt auch eine Biene vorbei. Da können wir der Biene streicheln. Oder. Genau. Ich wollte auch mal irgendwas Unsinniges gesagt haben. Okay, habe es verstanden. Aber so, wenn ich schicke, wenn ich Ihnen so ficke, dann bist du tot von mir, ich höre. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube. Ja, ja. Ja, so ist. Was? Wie? Ja, ja, warte kurz. Ach so, ja, dann warte ich kurz. So, jetzt habe ich kurz gewartet. Und nun? Was passiert jetzt Schönes? Trommelwirbel? Also, mit 25 mal 6, dann bist du tot von mir. Darauf sollte ich jetzt warten, das ist ja langweilig. Aber willst du so vielleicht meinen Sand so sehen? Darf ich da so Post-it schicken? Du kannst ja mal schicken, ja, und meine E-Mail-Adresse, die steht ja da bei dir im System, dann kann ich das direkt mit so als Thumbnail nehmen oder so. Ich meine, sieht man ja eh nicht. Aber magst du mich so gerne blasen oder was? Nö, das nicht, aber... Wieso denn? Das ist ja ungewaschen. Aber ich hab schon so meinen Schwanz heute Morgen gewaschen. Hast du deinen Schwanz heute Morgen gewaschen? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ah. Jeden Morgen so mal ich duschen. Ja, okay. Und magst du mich gerne so blasen, oder was? Nee, heute nicht. Wieso denn? Morgen dann, ja? Oder so vielleicht, so wie ich dir so gesagt habe, bist du so heute voll mit Schwanz, ja? Voll bist du heute so richtig gefickt? Alles voll mit Schwanz, um Gottes Willen. Stellt euch mal vor, Leute, es wäre alles voll mit Schwanz. Aber kannst du mich so gerne deinen Arsch so kurz zu schicken? Aber weißt du, was mich mal interessieren würde? Warum sind eigentlich alle ausländischen Betrüger irgendwie sexuell, weiß ich nicht, unterfordert oder überfordert? Also, was für... Oh, okay. So wie ich dich am Anfang, okay, des Gesprächs gesagt habe, jetzt so melde ich mich von Düsseldorf an. Und ich weiß nicht, ob Sie vielleicht, weil ich habe noch nie in meinem Leben gehört, dass so eine Betrügerfirma in Deutschland arbeitet. Nee, machen die auch nicht, das ist richtig. Woher wissen Sie das? Soll ich Ihnen jetzt unsere Plattform so zeigen? Ja, aber du rufst doch auch nicht aus Deutschland an. Wie war das? Ich sage, du rufst doch auch nicht aus Deutschland an. Ja, aber das ist so eine Internetleitung und kommt immer in verschiedene Nummern. Nee. Und so verschiedene Länder. Du Arschloch, hören Sie mich. Ja, ich höre.
Was hast du heute gegessen? Ein Schwanz? Ne, gerade habe ich eine Banane gegessen. Wir essen immer erst abends warm. Aber wenn du so Schwanz essen, dann kannst du dir so schmecken. Ja? Oh, nee, heute nicht. Naja, so. Und was machen wir nun? Was machen? Nur, jetzt, ich werde... Was denn? Also, willst du arbeiten mit uns, oder? Glaubst du jetzt ernsthaft noch? Wie viele Leute hast du denn heute schon so beschissen? Ich? Mhm. Ich niemanden. Mit dem Benehmen kriegst du auch keinen, das ist richtig. No. Okay, du Harabek. Dann geh mal so jetzt im Bahnhof, okay? Mhm. Und da kannst du so einen Mann finden. Mhm. Und dann geh mal weiter. Wohin soll ich denn weitergehen auf dem Bahnhof? Beim Bahnhof ist doch Schluss mit dem Weg. Kann man doch gar nicht weitergehen. Okay. Ich hab so keine Zeit, so mit ihnen zu verlieren. Du bist ein Arschloch, Mann. Oh, schade. Ein Schwul. Ja. Ein Schwul. Ein Hurensohn. Aber war immerhin ein nettes Gespräch. Aber ein bisschen Zeit verbleiben. Ciao. Oh, jetzt schon? Ich dachte, wir ziehen das. Ciao. Jetzt. Ich hab so keinen Nerv, so mit ihnen. Nee. Aber kannst du doch ein bisschen Pause machen? Ja, dann so melde ich mich, heute Nachmittag bei Ihnen. Jo. Ja, okay. Alles klar. Okay, ciao. Das war's schon mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Vielen lieben Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn du magst, dann lass doch gerne noch einen Daumen in nördliche Richtung da. Wenn du magst, kannst du auch gerne noch den Kanal abonnieren, um in Zukunft auch keine Videos mehr zu verpassen. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn ein neues Video veröffentlicht wurde. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.